Okay, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Gierke. Ich arbeite für die Firma Pivotal. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das jemand Pivotal schon mal gehört? Es ist so ein bisschen für Deutsche so ein unaussprechlicher Name. Ich habe schon Verschiedenstes gehört: Pivotal und Pivotal und was nicht alles. Wir sind die Firma hinterm Spring Framework. Meine Connection zu Karlsruhe ist also neben diesem ominösen Vorreiterrolle da mit der Anzahl der Vorträge ist, dass ich hier bei der Synnex mal gearbeitet habe, also nicht in diesem, in diesen heiligen Hallen, sondern damals noch in der Matti-Straße drüben. Und das Projekt, an dem ich jetzt eigentlich aktuell arbeite oder das, das Team um mich rum, was daran arbeitet, eigentlich originär hier entstanden ist. Und zwar ganz witzigerweise, kann ich euch nicht vorenthalten, vor exakt 10 Jahren, okay, der Browser tut irgendwie komische Dinge. Ich ziehe das mal hier raus. Also es trägt sich zu, dass am 16. Januar 2008 ja, irgendwie so ein Dude irgendwie hergeht und das erste, ihr seht auch völlig komisches Zeug, also hier ganz falsch, irgendwie Eclipse-Konfigurationsfiles mit eingecheckt und so. Macht man ja alles nicht. Aber das war irgendwie der Startschuss für irgend, also für was, was dann als Projekt Hades irgendwie hier starten sollte und dann eben eine Dekade später eigentlich irgendwie der Kern der, der Spring Data Projekte ist. Also jetzt bei eben bei Pivotal vormals Spring Source und Interface 21. Also da gibt es sozusagen hier eine irgendwie eine Connection an der Stelle. Wir bauen Spring Framework, wir machen relativ viel Java deswegen. Wir beschäftigen uns relativ viel mit Softwarearchitektur und wir bauen irgendwie, also üblicherweise Middleware, mit denen so Java-Projekte heutzutage umgesetzt werden. Und dadurch, dass ich so viel auf Konferenzen unterwegs bin, ist es halt so, dass ich oft irgendwie auch vor Kunden lande und mit denen dann irgendwie diskutieren darf, wie sie denn irgendwie aktuell neue Java-Projekte aufsetzen oder wie sie ihre, ihre Anwendungsentwicklung irgendwie modernisieren. Ja. Was mich dann sozusagen in dieses, zu diesem Software-Architektur-Thema eher bringt. Und ich dann jetzt quasi mit diesem Vortrag eigentlich das machen möchte, was die Kollegin Katie McCaffrey, also Kollegin verwende ich jetzt im Sinne von irgendjemand auf Twitter, die sich aber scheinbar irgendwie mit Software und Frameworks und Sprachen und so weiter beschäftigt, die halt irgendwie meint, so dass irgendwie das Wichtigste eigentlich ist, dass man sich anschaut, in welchem Kontext man die Sachen einsetzt und sich überlegt, was man da eigentlich tut. Ja, und ich habe das irgendwie versucht noch zu erweitern auf das Thema Softwarearchitektur. Und was ich mit dem Vortrag eigentlich machen möchte oder angehen möchte, ist so dieses, so ein bisschen dieses, was tun wir hier eigentlich, wieder zu stärken und so ein bisschen die Anregung zu geben, sich selbst in gewisser Weise zu überprüfen, ob die Architekturentscheidung, die man getroffen hat, überhaupt zu den Zielen, die man sich vielleicht initial gesteckt hat, passen, ja, beziehungsweise wie die sozusagen sich auswirken. Weil es gibt ja dieses Spannungsfeld, man meint immer so ganz klassisch, man macht erst Softwarearchitektur, also hat diese, erstmal hat man diese Ziele definiert, ja, was möchte ich von meinem System an architektonischen Zielen haben, dann definiert man die Softwarearchitektur und dann macht man Technologie-Mapping und wählt sozusagen Technologie aus. Und was dabei aber oft übersehen wird, ist, dass bei der Auswahl der Technologie, die jetzt vermeintlich zu der Architektur passt, da oft aber irgendwie so Nebenkriegsschauplätze aufgehen, die vielleicht den Architekturzielen widersprechen oder gar nicht wirklich, also die nicht, was ist das deutsche Wort für inline? Also die sind quasi nicht unbedingt passend dazu oder unterstützen die Architekturziele nicht unbedingt. Ja? Und was ich quasi machen möchte, ist, ich möchte karikaturistische, monolithische Applikation gebaut. Nicht im Sinne, dass ich mich über die lustig machen will, sondern ich habe versucht, in diese monolithische Beispielapplikation Sachen reinzubauen, wie wir sie, also wir so als Spring Source beziehungsweise das Spring Engineering Team, wie wir so sehen, dass Leute typischerweise Spring-Applikationen bauen. Da sind zum Teil irgendwie nette Sachen drin, da sind zum Teil irgendwie Sachen drin, die verbesserungswürdig sind. Da sind vor allen Dingen aber so Sachen drin, die wie Leute Framework-Features einsetzen. Und ich möchte dann quasi hergehen und gucken, was für Anreize schafft denn das? Also da nehme ich sozusagen uns als Middleware-Entwickler nicht aus, dass wir uns immer die Frage stellen müssen, wenn wir irgendein Feature in so ein Stückchen Middleware reinbauen, was für Anreize schafft das denn? Ja? Und was für Auswirkungen hat das? Und ich möchte ganz besonders irgendwie dann darauf schauen,
wie jetzt verschiedene fachliche Teile dieser Applikation miteinander interagieren. Und ich habe jetzt hier, also ich greife jetzt hier aus DDD diesen Bounded-Context-Begriff raus. Kann jemand mit dem überhaupt nichts anfangen? Ist das irgendwie, habt ihr alles schon mal gehört? Ja? Ich möchte da auch nicht, ich möchte eigentlich nicht zu sehr in DDD-Untiefen absteigen. Es wird sich hier und da so nicht vermeiden lassen, das anzukratzen. Aber für mich ist das an der Stelle erstmal fachlich in sich geschlossene Einheit. Und die habe ich hoffentlich auch in einer monolithischen Applikation. Und wie interagieren diese Teile miteinander. Ja? Also wie sieht die Kommunikation an den Grenzen dieser Bounded-Kontexte oder der fachlichen Module aus? Was ist da so typisch? Ja? Und technische Charakteristika und so weiter und so fort. Dann möchte ich hergehen und sozusagen simulieren, dass ein Team, was so ein Stück Software quasi gebaut hat, die letzte Dekade ungefähr, jetzt quasi konferenzgeschwängert wieder ins Büro kommt am Montag und gehört hat, wir machen jetzt Microservices. Ich möchte das M-Wort eigentlich vermeiden, das Böse, aber jetzt quasi anfängt, dieses Stückchen Software zu zerhacken, wie man das ja irgendwie gesagt bekommen hat, Bounded Context, eigenes System, um dann drauf zu schauen, was da üblicherweise passiert. Ja? Was sozusagen passiert, wenn man nicht so sehr darüber nachdenkt, was man da eigentlich genau tut. Dann werde ich ganz viel an dem Ding rummeckern, werde sagen, irgendwie, das gefällt mir alles nicht. Und dann würde ich sagen, okay, ja, machen wir besser. Und dann würde ich, also das war sozusagen die Aufgabenstellung in dem Schritt, ja, also wir behalten diese Muster, diese Interaktionsmuster bei und machen einfach mal verteiltes System draus. Und was kann da schief gehen? Dann ist der nächste Schritt, ja, was können wir denn vielleicht an dem Monolithen verbessern? Vielleicht den nochmal anschauen und uns überlegen, vielleicht gibt es da irgendwie einen anderen Ansatz, den wir irgendwie wählen können. Und sozusagen einfach das monolithische Stück Software irgendwie zu verbessern, das vielleicht modularer zu machen und einen Modulist draus zu machen. Um dann erstmal hier an der Stelle zu überprüfen, ob das vielleicht die Architekturziele, die wir uns dann stecken, komme ich gleich noch dazu, ob die vielleicht schon hier erfüllt sind oder ob das sozusagen eigentlich schon reicht und wir einfach jetzt bequem weiterentwickeln können oder ob es sozusagen überhaupt noch notwendig ist, das System irgendwie aufzuteilen und was da vielleicht Charakteristika oder Entscheidungskriterien sein könnten, was man da rauslöst, wie man rauslöst und so weiter und so fort. Und dann den letzten Schritt, das war sozusagen die Frage, und im letzten Schritt würde ich gerne dann hingehen und sagen, okay, wir haben uns jetzt aus irgendwelchen Gründen dafür entschieden, das System aufzuteilen, dann müssen, also wenn ich jetzt plötzlich zwei oder mehr Systeme habe, dann müssen die irgendwie miteinander interagieren. Und da gibt es dann eben üblicherweise zwei große technologische Ansätze. Das eine ist irgendwie, also ja, wie bauen wir das? Und wie kann man das einmal mit Messaging machen und einmal mit REST? Ja? Genau, und das einfach gegenüberstellen. Dafür gibt es, soll ich nochmal zurück, willst du ein Bild machen? Die Folien sind, ihr findet die auch im Netz, das ist vielleicht jetzt ein guter Punkt hier. Im Netz findet ihr bereits aufgenommene Versionen dieses Vortrags in unterschiedlichen Längen. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch auf jeden Fall von der Spring One letztes Jahr in San Francisco und dem Juk Saxony Day in Dresden letztes Jahr. Ihr findet Beispielcode, der für jeden dieser Schritte ein komplettes Projekt hat und sozusagen das Ganze implementiert hat, ein bisschen Dokumentation dazu und ihr findet, wenn ihr das Slide Deck googelt oder einfach nur Refactoring to a System of Systems, findet ihr eine Version des Slide Decks, das anstatt der einzelnen Bullet Points eben für jeden Bullet Point noch so einen Absatz hat, Text, was ungefähr dem entsprechen sollte, was ich euch dazu erzähle. Ich fliege da immer so ein bisschen auf Sicht, es kann sein, dass ich da manchmal einen Aspekt vergesse oder irgendwas, eine Anekdote dazu erzähle, aber die Quintessenz, die dieser Punkt widerspiegeln soll, ist dann in dem Slide-Deck nachzulesen, wenn ihr das irgendwie an Kollegen weiterreichen wollt oder sowas. Genau. Genau, so, wie sieht die Domäne aus? Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt und eigentlich gleich ein gutes Beispiel für das, wo ich euch so ein bisschen hinbekommen möchte, ist, dass ich jetzt hier angefangen habe und eigentlich, ich habe mir eine bestimmte Klasse Systeme ausgesucht und zwar die Klasse Systeme, die ich üblicherweise sehe. Das sind so Client-Server-Systeme, das heißt irgendwie irgendwas, wo eine mobile Applikation mit einem Server spricht, ein Webshop oder sowas. Also Webshop wird jetzt hier die Domäne sein. Worauf ich hinaus will, ist, dass einige dieser Argumente, die ich jetzt sozusagen im Laufe des Vortrags vorbringen werde und Abwägungen, die ich sozusagen erläutere, in einem anderen Systemkontext vollkommen anders bewertet werden können. Also ich bin vollständig davon überzeugt, dass wenn ihr sowas baut wie eine Netflix oder wie eine Echtzeit-Trading-App bei der Deutschen Börse oder sowas, dass viele der Sachen, die ich hier vorschlage, irgendwie nicht funktionieren.
Ja, also das ist sozusagen der Kontext, den ich setzen möchte, weil ich erzähle euch hier nicht irgendwie eine allgemeingültige Wahrheit oder sowas, sondern es geht darum zu gucken, okay, was kann man tun und was bedeutet das schlussendlich, ja? Cause and Effect im Endeffekt. So, wie sieht die Domäne aus? Also eigentlich relativ einfach. Ich mache drei große Teilbereiche auf. Das erste ist ein Katalogsystem oder einfach nur ein Katalog, der Produkte verwaltet. Da gibt es irgendeine Form von Produktdetails, Name, Beschreibung, Hersteller, was auch immer. Ist eigentlich für den Vortrag vollkommen irrelevant, welche Details das überhaupt sind. Es ist nur, es gibt welche und da kleben irgendwie Preise dran. Dann gibt es Bestellungen, die haben Bestellpositionen und die natürlich referenzieren wieder auf irgendeine Form von Produkt, irgendeine Form die Produkte. Das sieht dann halt in den jeweiligen Architekturentwürfen unterschiedlich aus, gucken wir uns alles an. Und es gibt einen Bestand, der eben festhält, die Menge an Produkten, die wir gerade eben vorrätig haben im Lager. Ja, also Hosen, Fernseher, was auch immer, es gibt halt 20 Stück und so weiter und so fort. Und genau, das ist sozusagen der Kontext, in dem wir uns bewegen. Ich möchte jetzt hier so zwei Use Cases aufmachen, die wir uns so nicht wirklich alternierend, aber die wir uns anschauen wollen, die jetzt quasi aus einem aus einer Anforderung kommen, die mehrere dieser fachlichen Bereiche tangiert. Ja, also der erste ist, wenn ich im Katalog ein Produkt hinzufüge, dann möchte ich sozusagen, dass im Bestandssystem einfach ein Nullbestand eingetragen wird, ja, damit das einfach das Bestandssystem Bescheid weiß, das Produkt kennt und einfach sagt, es gibt nichts davon. Ja. Ich trage Hosen neu ein, das heißt, da muss ich irgendwie merken, dass ich davon keine habe. Der andere Fall ist, dass wenn ich eine Bestellung abschließe, dass ich dann irgendwie die Bestellposition durchgehen muss und für jedes Produkt, was da referenziert ist, irgendwie den Bestand runterzählen muss. Ja, also wir haben irgendwie 10 Hosen, ich kaufe zwei, dann sollten irgendwie danach nur noch 8 im Bestand irgendwie rumklemmen. Ja, und dann an diesen Beispielen kann man halt so schön irgendwie Dinge diskutieren wie Konsistenzgarantien und so weiter und so fort. Machen wir alles im Verlauf des Abends. So, da gibt es so ein paar Sachen, auf die ich mich irgendwie fokussieren möchte. Ich würde gerne in dem Fall von unten anfangen, weil ich hatte quasi gesagt, wir machen erst Ziele, dann machen wir Architektur und dann machen wir Technologie. Ja? Und gerade in dem Kontext Microservices, also warum machen das Leute üblicherweise? Das tun sie, weil man quasi mit in einem monolithischen System das Problem hat, da oder oft das Problem auftaucht, dass man irgendwie nicht mehr schnell genug Features ausliefern kann. Ja? Das kann verschiedene Gründe haben, irgendwie üblicherweise Big Ball of Mud und so weiter und so fort. Es kann Skalierbarkeitsprobleme geben, was auch immer. Mein Punkt ist, dass man sozusagen hergeht und diese Aufteilung der Systeme eigentlich sozusagen ein Versuch ist, diese Systeme unabhängig voneinander weiterentwickeln zu können. Ja, also ich möchte im Katalogsystem ein neues Feature ausliefern können, ohne dass ich jetzt auf die Kollegen beim Order-System oder sowas warten muss. Ja. Das kann man nicht nur, also um das zu bekommen, muss man nicht nur oder andersrum, man muss nicht zwingend Microservices dafür machen, man kann auch irgendwie einen Monolithen sauber strukturieren. Nur scheinbar tun das relativ wenige. Aus unerfindlichen Gründen. Vielleicht hilft der Vortrag, das irgendwie ein bisschen zu verbessern. Aber das ist sozusagen der Kerngesichtspunkt, unter dem ich mir die ganzen Sachen anschauen möchte. Ja, hilft das? Also, wie sieht es aktuell aus in dem jeweiligen Entwurf? Wir haben Fehlerszenarien. Wir müssen mit unterschiedlichen Arten von Konsistenz umgehen. Da gibt es üblicherweise zwei: also strenge Konsistenz und Eventual Consistency, also schlussendliche Konsistenz. Wann müssen wir vielleicht akzeptieren, dass es nur die eine Form von Konsistenz gibt? Ja? Und Interaktionsmuster, hatte ich gesagt, und üblicherweise Design-Patterns und so weiter, die sich in, eigentlich der erste Punkt gehört ein bisschen zu dem zweiten in Kombination. Ja? So. Das ist die Warnings-Folie. Ich bin so viel im DDD-Umfeld unterwegs und da kriege ich immer von Leuten gesagt, dass mein Beispielcode scheiße ist. Oh, habe ich jetzt das blöde Wort gesagt? Ich habe. In dem Beispiel, was ich gerne erzähle, ist, dass Preise natürlich nicht als Big Decimal implementiert werden sollten in einem echten System,
weil das irgendwie ein monetärer Wert ist und da sollte ein Monetary Amount dann eben verwendet werden. Ich habe das hier in dem Fall nicht gemacht, weil der Fokus der Beispiele eben nicht ist, Domänenprimitive auszumodellieren. Und wenn ich jetzt da irgendwie Monetary Amount reinbaue und ich irgendwie JPA verwenden will, dann muss ich irgendwie noch 50 Zeilen Code damit verschwenden, JPA Monetary Amounts beizubringen. Will ich alles nicht. Ja? Deswegen ist das quasi bewusst nicht zu Ende modelliert. Ich habe sogar in einigen Teilen nicht beide Use Cases ausimplementiert. Also man findet zum Beispiel später in dem System of Systems in der REST-Variante ist nur das Beispiel zu Ende implementiert, was Produkte im Bestand neu anlegt. Ja, das ist sozusagen, also man könnte argumentieren, noch nicht fertig. Vielleicht ist es einfach demjenigen zum Selbststudium überlassen, das dann quasi dazu zu bauen. Pull Requests welcome. Ja? Okay. Gut, wie sieht das, also wie sieht der Monolith aus, den ich jetzt euch, mit dem ich quasi anfangen möchte? Da ist es so, dass wir den Katalog haben und hier ist, also an der Stelle in dem Monolithen ist dieser Bounded Context, also diese logische Einheit, erstmal nur was Logisches. Ich habe das in dem Beispiel schon in Pakete übersetzt. Da gibt es von mir, wer das mag, gibt es einen anderen Vortrag, der sich sehr stark darüber auslässt, wie man irgendwie Java-Pakete nutzen kann, um irgendwie Code besser zu strukturieren. Wo ist meine Architektur hin, heißt der. Kann man sich irgendwie da aufschauen. Also wir haben Bounded Context, Java-Pakete. In dem Bounded Context des Katalogs findet sich ein sogenanntes Aggregat. Das ist ein Begriff auch aus DDD, das quasi jetzt das so ein bisschen abhebt von dem Begriff der Entität. Also Entitäten in DDD sind Dinge, die Identität haben und Lebenszyklus, das heißt Dinge, die im System angelegt werden bzw. gelöscht werden oder von Zustand A nach Zustand B übertragen werden. Das Konzept eines Aggregats, ich mache das gleich mal in Bezug oder in Kombination mit der Bestellung auf, sagt halt jetzt, dass es bestimmte Geschäftslogik gibt, die mehrere Entitäten umspannt. Ja, also der Klassiker bei der Bestellung ist ein Mindestbestellwert. Wenn ich jetzt quasi hergehe und meinen Code so strukturiere, dass ich eigentlich nur mit Entitäten hantiere, und Entitäten persistiere und wieder aus dem Data Store lade, dann wird es mir schwerfallen, diese übergreifenden Geschäftsregeln zu implementieren. Also stellt euch vor, ich benutze einfach nur einen Entity Manager und sage hier, lösch mal bitte die Line-Items aus der Tabelle raus, diese zwei oder so. Ja. Dann habe ich halt schwer die Möglichkeit, irgendwo Code zu hinterlegen, der mir den Mindestbestellwert von der Bestellung sicherstellt. Ja, also kann dann irgendwie nicht sagen, die Bestellung muss aber mindestens 20 Euro oder sowas an Wert ergeben. Das geht nicht. Was macht man da oder was schlägt sozusagen Eric Evans an der Stelle vor? Er sagt, wir formen sogenannte Aggregate. Das heißt, das sind irgendwie so Cluster von Entitäten. Eine davon ist das sogenannte Aggregate Root. Und die Persistenzoperationen beziehen sich sozusagen auf diesem Aggregate Root. Das heißt, ich würde nie irgendwie Line-Items selbst manipulieren, sondern ich würde hergehen und die Bestellung referenzieren, ein Line-Item hinzufügen oder entfernen. Das löst sozusagen die Kontrolle der Geschäftsregel aus und dann schreibe ich die eben zurück, entweder valide oder ich kriege halt den Fehler an der Stelle. Ja. Warum ist das wichtig an der Stelle? Ja, weil oft man sozusagen den Fall vorfindet, dass ich mit einem Aggregat ein anderes referenzieren möchte irgendwie. Also das Beispiel hier, die Bestellposition will irgendwie das Produkt referenzieren. Also da gibt es erstmal eine logische Referenz. Ja? Weil ohne die Produktinformation weiß ich nicht, was ich in der Bestellposition drin habe. Und was man oft sieht in monolithischen Applikationen, das ist gerade, wenn JPA verwendet wird, das kann halt sowas wie Lazy Loading. Da kann ich also im Line-Item, sehen wir gleich im Code, kann ich einfach eine Referenz, eine Many-to-One-Referenz auf die Klasse Product haben. Ja? Das heißt, ich habe dann eigentlich im Orders-Bounded-Kontext eine Referenz auf ein Aggregat aus einem anderen Bounded-Kontext. Und das ist eigentlich eine Sache, warum machen das Teams üblicherweise? Ja, weil es sehr bequem ist, ja, weil ich einfach sagen kann, order get line items for each und dann mache ich get product, get description und so weiter und so fort. Ich kann sehr leicht sozusagen das gesamte Domänenmodell entdecken und sozusagen, wenn ich irgendwie eine Ansicht habe, die das irgendwie darstellen soll, ist das sehr einfach. Es bedeutet aber auch immer, dass ich sozusagen eigentlich Konzepte aus einem anderen bounded Kontext eigentlich sozusagen in meinen Kontext übernehme. Also ich habe diese klare Trennung nicht mehr. Ja. Das wird vor allen Dingen hier schwierig, weil das eigentlich semantisch sogar falsch ist. Ja. Wenn ihr euch überlegt, dass es quasi genauso modelliert ist
und ich eine Bestellung heute abschicke, ja, und ich das quasi so baue und morgen jemand die Beschreibung des Produkts ändert, dann steht plötzlich in meiner Bestellung von heute eine andere Beschreibung drin. Und das ist eigentlich was, was falsch ist, würde ich behaupten. Das heißt also, was man hier quasi dann mitbekommt, ist, dass die Produktinformationen in einer Bestellung und die Produktinformationen im Katalog, das heißt beides Produktinformationen, das sind aber eigentlich unterschiedliche Dinge. Ja? Genau, und das ist so eine Sache, die dann leicht untergeht, wenn man halt irgendwie sich sozusagen auf Bequemlichkeit optimiert und einfach sagt, ich hätte gern da die Objektreferenzen. So. Im Inventory ist das jetzt hier genauso modelliert, also da gibt es sozusagen, ist eigentlich nur die Kombination aus einer Produktreferenz und einer Quantity, in dem Fall einfach nur ein Long. Und dieser zweite Use Case aus den Eingangsfolien, dass jetzt also die Bestellung, wenn sie abgeschickt wird, das Inventory updatet, ist implementiert durch einen Aufruf, der sozusagen aktiv, also einen aktiven Methodenaufruf in diesen anderen Bounded-Kontext rein. Also wie sieht das Ganze aus? Das hatten wir vorhin schon, das Problem. Ja. Okay. Zeige es euch nochmal hier. Es gibt da diese Bestellung und da ist das Line-Item dran und hier hängt sozusagen das Product direkt dran. Das ist was, was ich eigentlich vermeiden wollen würde. Ja, also das ist, wie gesagt, nicht nur fachlich falsch, sondern also eigentlich sozusagen greift in den anderen Bounded-Kontext. Was ist die Alternative? Wenn einen jetzt die Typbeziehung stört, könnte man halt hergehen und sagen, ich behalte da eher eine ID. Und muss dann sozusagen an der Stelle, wo ich das auflösen will, wo ich die Informationen bekommen möchte, muss ich dann irgendwie einen Mechanismus, also irgendwie im Katalog nachschlagen, wie sieht denn das Produkt aus? Das löst in dem Fall erstmal auch noch nicht mein fachliches Problem, dass ich dann irgendwie Daten bekomme, die in einem, also die jetzt vielleicht nicht mehr die sind zum Bestellungszeitpunkt, ja, an der Stelle. Was man eigentlich machen müsste, um das komplett zu separieren, ist halt irgendwie einfach das zu duplizieren. Also an der Stelle, wenn ich das Line-Item erzeuge mit einem Product, müsste ich mir die Sachen, an denen ich hier interessiert bin, rauskopieren. Also wahrscheinlich einen Produktname oder eine Produktbeschreibung und den Preis an der Stelle. Ja. So. Die interessante Stelle in Bezug auf den Prozess, den ich hier implementiert habe, ist eigentlich diese Methode. Also wir haben halt hier so einen Service, der quasi den Abschluss der Bestellung implementiert. Also an der Klasse sind eigentlich zwei Sachen zu beobachten. Das erste ist was jetzt erstmal, und ich habe die beide hier reingepackt, weil die üblicherweise so ein bisschen Hand in Hand gehen, weil sie das gleiche Mindset widerspiegeln. Ich beschreibe das gern so als sehr stark imperatives Programmieren. Also kommt eigentlich in der Methode hier oben noch besser zum Ausdruck. Was man hier schon sieht, ist eigentlich, dass diese Methode da oben eigentlich keine Dependency dieser Klasse verwendet. Also ihr seht, das ist eine Spring Bean hier oben mit Add Component und da ist ein Konstruktor dran und dann wird quasi auf das Inventory Bezug genommen. Das ist sozusagen die Komponente aus dem anderen Bounded Context und irgendwas, was hier ein Implementierungsdetail ist, nämlich das Order Repository an der Stelle. Ja? Aber diese Methode hier, die nimmt überhaupt keinen Bezug auf keine dieser Dependencies. Im Gegenteil, die nimmt halt irgendwie diese Domänenkonzepte hier entgegen, diese Entitäten beziehungsweise das Aggregat. Und dann geht die ganz, ganz krude her und pflückt diese Dinge auseinander und steckt die wieder zusammen. Ja? Also das ist quasi, also die Logik, die hier implementiert ist, ist, wenn es schon bereits ein Produkt in der Bestellung gibt und ich sage, ich möchte gern noch zwei Hosen hinzufügen, dann wird nicht etwa eine neue Bestellposition erzeugt, sondern dann wird die hier eben einfach erhöht, die Menge. Ansonsten wird hier eine neue Bestellposition erzeugt. Ja. Und das ist, also was ist hier eigentlich fishy dran? Also ihr seht auf jeden Fall, dass hier so ein bisschen Vermischung oder Verletzung von diesem Law of Demeter gibt. Also eigentlich soll man sozusagen nur die unmittelbaren Nachbarn von einem Objekt sozusagen referenzieren, aber hier in Order hole ich mir die Line-Items raus und dann manipuliere ich sozusagen sogar die Collection an der Stelle. Ja, also ich spiele halt mit den Interna des Objekts, meine Güte, herum. Und das sollte ich eigentlich nicht. Ja?
Das heißt, das ist eigentlich Code, der meiner Meinung nach in Order gehört. Ja? Und es kommt aber sozusagen in gewisser Weise aus der Denke, dass man jetzt sagt, okay, oder so Klassen, Entitäten eher so als Datencontainer ansieht und dann sagt, hier, ich hole Sachen raus und dann die Logik ist quasi außerhalb der Klasse. Ja, das ist quasi dieses Stückchen hier. Sollte da nicht hin. Mal abgesehen davon, dass das mit Java 8 irgendwie ein bisschen hässlich ist. Mit Java 9 gibt es if present or else. Da könnte man das sozusagen in einer Zeile machen. Aber das ist irgendwie Sidetrack. Also, imperatives Programmieren. Das zeigt sich sozusagen oder zeigt sich andersherum oft so, dass jetzt für diese Ausführung oder die Implementierung dieses fachlichen Vorgangs Bestellungen ablösen oder komplettieren eigentlich was Ähnliches passiert, nämlich dass es so ein Schritt für Schritt Implementierung gibt. Ja, also ich sage, okay, wir ändern erstmal den Zustand, also auch hier wieder, es wird irgendwie von außen der Zustand manipuliert. Ja, ich sage der Bestellung, welchen Status sie hat, ist irgendwie ein bisschen schräg. Und dann findet hier die Interaktion mit dem anderen Bounded-Context statt. Das ist quasi eine Methode, die dann das Inventory runterzählt. Können wir uns gleich noch angucken. Und zum Schluss wird die Bestellung persistiert. Ja? Wie kommt das dazu, dass das so oft gemacht wird? Ja, das erste ist, also hier gibt es halt irgendwie AddTransactional. Das schlägt in dem Fall hier auf diese Methode durch. Das heißt, diese Transaktion findet, diese Methode findet immer in einer Transaktion statt, was es mir erlaubt, sehr leicht strenge Konsistenz herzustellen. Ja, also ich kann jetzt, wenn ihr hier seht, ein Update Stock for, passiert Folgendes. Da werden eben die Line-Items angeschaut, dann wird eben das Produkt gefunden, dann wird ein Inventory-Item für das Produkt gesucht und dann wird das Produkt reduziert. Und wenn das Produkt nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden ist, dann fliegt hier eine Exception, Insufficient Stock. Ja, das ist schon mal eigentlich, das ist schon wieder relativ hübsch, würde ich behaupten an der Stelle, weil ich sozusagen da irgendwie so fachliche Methoden bekomme. Und das sorgt jetzt eben auch dafür, dass ich hier quasi eigentlich fachlich implementiert habe, dass ich sozusagen diese Nullgrenze nie unterschreiten kann. Ja, also ich kann nie mehr Hosen bestellen, als es gerade eben im Bestand gibt an der Stelle. Ja, das heißt, es ist alles sehr einfach und es ist alles sehr überschaubar. Was jetzt aber dazu führt, dass ich gerade für fachliche Vorkommnisse, die besonders relevant sind, das Abschließen einer Bestellung hier, dass die üblicherweise also eine besondere Gravität entwickeln und andere, die Interaktion mit anderen Systemteilen sozusagen so magisch anziehen. Also stellt euch vor, wir gehen quasi her und sagen, wir bauen ein neues Feature. Wir würden gern für die Bestellung, die abgeschlossen werden, würden wir gern Bonuspunkte vergeben. Ja? Dann kann ich jetzt hier, also weil wir wieder, um auf diesen Punkt der Evolvability des Systems zurückzukommen, ich kann jetzt quasi hergehen und ein Team von 15 Leuten irgendwie in den Raum sperren und sagen, baut mal hier die Bewertungslogik. Und die können hier einfach hergehen und können ein neues Paket daneben legen und sagen monolith.rewards oder sowas. Können das alles bauen, können API dafür bauen. Ich muss schlussendlich hergehen und muss hier hinschreiben, also muss hier eine neue Dependency hinzufügen, also irgendwas, was hier einfach dazukommt in diese Liste. Und muss dann hier irgendwie sowas sagen wie rewards.update Bonus für Order oder sowas. Ja? Muss das quasi machen. Also ich muss diesen Code anfassen, ich komme nicht drum herum. Und das Ganze macht diesen Code dann natürlich wesentlich schlechter testbar, weil ich jetzt plötzlich noch andere Sachen mocken muss, die jetzt hier irgendwie mit ausgeführt werden, wenn ich diese Methode testen möchte. Ja? Genau. Das ist halt, also ich bekomme hier sozusagen so ein Hub an, wo plötzlich irgendwie Funktionalität da rumliegt. Ja? Das kann man sozusagen kritisieren an der Stelle, was aber eigentlich so auch so ein bisschen, was ist das deutsche Wort für counterintuitive? Unintuitiv? Okay. Was so ein bisschen unintuitiv ist. Wir haben ja eigentlich hier sehr starke Kopplung plötzlich. Ja, also diese Methode, die hier definiert ist, die ist hier sozusagen semantisch definiert. Ich habe nicht mal irgendwie mir die Mühe gemacht, JavaDoc zu schreiben. Aber die ist semantisch definiert über sozusagen ihren Namen und darüber, dass ich hier ein starkes Typsystem habe und hier eine Bestellung entgegengenommen
entgegennehme. Ich kann aber, dadurch, dass das ein Java-Projekt ist und ich irgendwie eine IDE verwende, die irgendwie halbwegs brauchbare Refactoring-Features hat, kann ich quasi hergehen und kann sozusagen Dinge ändern, und zwar in einer Form, dass ich sie gleichzeitig ändere, nämlich zwischen dem Anbieter, also dieses, hat das jetzt funktioniert oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Speichern. Ja, es ist Eclipse. Sehr gut. Aber ich habe, was ich quasi immer tun kann, ist, ich kann diese verschiedenen Bound-Kontexte gleichzeitig abändern. Ja, also die leben weiterhin zusammen, ich bekomme aber trotzdem, also ich habe sie eng gekoppelt eigentlich, ich habe aber eigentlich starke Änderbarkeit. Ja, ich muss jetzt sozusagen nicht, oh, das irgendwie so halbwegs abwärtskompatibel machen und dann das eine Feature deployen und dann das in dem anderen in einem neuen Release nachziehen und so weiter und so fort. Ja. Das geht also. Ist eigentlich sehr bequem. Das heißt, es ist eine Sache, die erstmal irgendwie sehr, sehr schön ist. Lasst uns das nochmal sozusagen hier kurz abhaken, einfach nur, was irgendwie gut und was schlecht war. Was ich auf jeden Fall gut finde, also gut finde an dem Code, den ich selber geschrieben habe, dass wir diese fachlichen Bereiche schon mal in Pakete separieren. Was ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, dieser Aufruf, diese Interaktion zwischen den beiden Kontexten ist eine JVM Method Invocation. Und warum ist das irgendwie so unfassbar gut? Es ist schnell. Ja, also es gibt eigentlich nichts Schnelleres, was man auf der JVM tun kann, außer eine Methode zu rufen. Und es können eigentlich nur zwei Dinge passieren. Die erste Variante ist, die Methode kann erfolgreich zurückkommen. Und die zweite ist, es fliegt irgendeine Exception. Das ist ein sehr überschaubares sozusagen Fehler-Szenario. Und da kann ich irgendwie Try-Catch drumherum nageln, wenn ich das möchte. Aber ich habe sozusagen keine weiteren Fehlerquellen eigentlich, die passieren können. Okay, die Maschine kann mir abstürzen zwischendrin, aber ich bekomme aber eine Transaktion, von daher ist das sozusagen nicht weiter tragisch an der Stelle. Ja? Ich muss nicht irgendwie diese Order-Instanz irgendwie in ein Format serialisieren, ich muss nicht über Netzwerk mit irgendwas reden, es ist alles super einfach. Und wir kommen später noch zum Thema Messaging. Messaging ist immer behaftet mit, es gibt irgendwie at least once delivery. Ja, also eine Message wird, man muss eigentlich Code, der auf Messages lauscht, immer so bauen, dass er potenziell mit mehreren auf oder mit die Nachricht mehrfach zugestellt bekommen kann. An sowas würde man hier nie denken. Ja, also ich weiß nicht, wer mal auf die Idee gekommen ist, den Code dieser Methode da so zu schreiben, dass er irgendwie für dieselbe Bestellung mehrfach aufgerufen wurde, für einen Aufruf auf der aufrufenden Seite. Das irgendwie passiert nicht. Ja, es ist ein sehr einfaches Modell, super leicht zu verstehen, super schnell. Super, gefällt mir. Ja, ja, das hatte ich gerade schon beleuchtet. Also irgendwie, das ist irgendwie sehr nett und bequem, diese Klassen einfach zu referenzieren. Also ich hatte das auf der Haben-Seite gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Bestellung anzeigen möchte, dann ist es, kann ich einfach sagen, get line items, get description und bin fertig. Ja, muss mir also nicht noch mehr zu tun. Es reflektiert aber eben halt sämtliche Änderungen direkt in die anderen Bounded-Kontexte rein. Das ist vielleicht was man vermeiden will. Das war das, was ich an der oberen Methode festgemacht habe. Der Code, also warum ist sozusagen das ein Problem, dass das Bestellmanagement aktiv Code in einem anderen Kontext aufruft? Ja, das ist quasi eigentlich damit kodiert, wann diese andere Funktionalität ausgelöst werden soll. Und ich finde es ein bisschen schräg, dass man quasi sagt, es gibt quasi Funktionalität in dem Bestandsteil, also in dem Inventory, und das Order Management muss aber wissen, wann dieser Code aufgerufen werden soll. Ja, also das ist Wissen, was eigentlich meiner Meinung nach in den Inventory-Kontext gehört und nicht in das Order Management. Ja, das so an der Stelle. Und das hatte ich auch gesagt, ich muss irgendwie, also die letzten zwei sind, glaube ich, eigentlich einer. Ich muss, also diese Code-Stücke findet ihr mit Sicherheit in euren Applikationen auch. Es gibt bestimmte Methoden, die ziehen irgendwie neue Dependencies an, wie nichts Gutes. Ja, hat man gerade irgendwie Staub gewischt und dann kommt der nächste wieder her. So. Und ich muss die halt anfassen, das hat man alles gesagt. Auf der Haben-Seite irgendwie einfach zu refaktorisieren. Strenge Konsistenz ist was Tolles, weil es sozusagen sehr einfach ist, über das System nachzudenken und ich diese quasi, also nicht damit rechnen muss,
Wenn jetzt jemand von, wir haben 4 Hosen im Bestand und ich bestelle 2 und jemand von euch bestellt 3, dann ist so ein bisschen die Frage, wessen Bestellung wird abgelehnt, ja? Weil ich sozusagen, also quasi die Bestellung, die Ausführung der Bestellung daran knüpfe, dass die Konsistenzregeln in einem anderen Bounded-Kontext erfüllt werden. Ja, das ist also quasi eine kontextübergreifende Geschäftsregel eigentlich. Und das ist sehr einfach, darüber nachzudenken, sorgt aber auch dafür, dass einer von uns beiden eben seine Bestellung nicht absetzen kann. Und ob das fachlich so eine gute Idee ist oder ob man, vielleicht ist es ja sogar nett, wenn man das irgendwie als, also als Firma, dass man wie sagt, hey, warum nicht einfach beide Bestellungen annehmen? Den Fakt, dass ich sozusagen aus dem Bestand rausgelaufen bin, also dass ich ja quasi einen negativen Bestand habe, irgendwie aufnehmen, aktiv modellieren und dann damit positiv Dinge tun, zum Beispiel neue Hosen nachbestellen. Ja? Könnte man ja auch tun. So, also deswegen, ich klebe das gerne auch nochmal in Rot mit dran, vor allen Dingen auch deswegen, weil der Fakt, dass wir euch strenge Konsistenz so einfach machen, üblicherweise dazu führt, dass es missbraucht wird. Also Eric Evans sagt, eigentlich strenge Konsistenz darf man nur auf einem Aggregat annehmen. Ja, also nur auf der Bestellung oder nur auf dem Inventory-Item und so weiter und so fort. Zwischen den Aggregaten muss Eventual Consistency gelten. Wenn ich jetzt aber quasi es so unheimlich einfach mache, einfach Add Transactional an der Methode ranzunageln und dann irgendwie mit Dependency Injection es super einfach mache, mir von links und rechts irgendwie Spring-Komponenten in die Klasse injizieren zu lassen und dann 25 Methoden aufzurufen, die alle in der gleichen Transaktion landen, dann kann man das vielleicht machen, aber man tut sich üblicherweise keinen Gefallen damit. Ja? Also es ist irgendwie so ein bisschen so Anreiz, irgendwie so Spaghetti-Code zu schreiben, in gewisser Weise. So. Hatte ich auch gesagt, ich habe jetzt irgendwie da mir so eine God-Klasse irgendwie dahingezimmert ins System, die vermutlich sehr oft angefasst werden muss, weil es quasi einen zentralen Punkt gibt oder ein fachlich zentrales Vorkommen ist, was eigentlich, also wenn man sozusagen in den DDD-Kontext wieder passt, packt, ist, dieser fachliche Vorgang ist überhaupt nicht explizit. Das Einzige, was diesen fachlichen Vorgang repräsentiert, ist der Methodenname. Es gibt nichts, was diesen Vorgang selbst repräsentiert, eigentlich im System, als irgendwas, was vielleicht umherfliegen kann oder so. Okay, das soweit. Wie sieht das in den Mikrolithen aus? Also stellt euch vor, wir schicken das Team, was jetzt die Applikationen vorher so gebaut hatte, schicken wir irgendwie auf eine Konferenz, sucht euch eure Lieblingskonferenz aus und dann hören sie irgendwie 3 Microservice-Vorträge und kriegen jetzt gesagt, ganz wichtig, Microservices heißt, Bounded-Kontexte sind einzelne Systeme. Ja? Das heißt also, das, was vorher eine logische Einheit war, in dem Fall über ein Paket in meinem Java-Programm abstrahiert, wird jetzt ein System. Und die Systeme müssen irgendwie sich gegenseitig referenzieren. Also was jetzt zum Beispiel schon nicht mehr geht, ist, dass ich aus meinem Line-Item heraus mein Product direkt referenziere. Das funktioniert schon mal nicht mehr. Ja? Da kann man sagen, das ist eine gute Sache, weil sozusagen diese Separierung und diese harte Separierung, indem ich da ein Netzwerk dazwischen packe, eben dafür sorgt, dass ich solche Dinge gar nicht mehr tun kann und es mir quasi schwerfällt, einfach diesen Fehler zu machen. Ja? Mit dem Katalog und dem Inventory ist es jetzt dann an der Stelle so, dass ich ja für den ersten Beispielvorfall, also Inventory muss initialisiert werden für ein neues Produkt, da muss ich jetzt quasi wissen, wo das andere System lebt, damit ich dem aktiv sagen kann, Bestandssystem, mach mal bitte hier ist ein neues Produkt, tu mal was damit. Und für die Bestellung, wenn ich die abgeschlossen habe, müsste ich jetzt quasi auch hergehen und dann eben diesen Aufruf Inventory Update Product for, war das Update Product for? No, Update Stock for Order, glaube ich, hieß die Methode. Müsste ich jetzt sozusagen, oder würde ich hergehen und naiv, ich habe gelernt, irgendwie in REST benutzt man eben für zustandsändernde Operationen in HTTP Post. Deswegen rufe ich halt eben per HTTP Post da so ein Stückchen API auf. Ja? Und hier mache ich das gleiche für Initialize Stock. So. Was ich jetzt aber, also das ist jetzt quasi, wäre die naivste Herangehensweise, die man irgendwie verwenden oder die man aufbringen kann. Und die Frage ist, was habe ich jetzt damit erreicht?
Und ich würde behaupten, wir haben das Ganze irgendwie eigentlich nur schlimmer gemacht. Ja? Weil ganz naiv und ohne das jetzt irgendwie erstmal bewerten zu wollen, wir haben erstmal eine ganze Reihe neuer Fehlerquellen uns eingetreten. Ja? Weil dieser Aufruf hier jetzt erstmal um ein x-faches langsamer ist als unser vorher schöner JVM-Aufruf. Wir müssen plötzlich, wir haben ein Netzwerk dazwischen, wir müssen also die Payloads serialisieren. Wenn wir ein Netzwerk dazwischen haben, kann das bedeuten, dass ich das, also ich muss wissen, wo das andere System ist. Es kann bedeuten, dass das andere System langsam antwortet. Das andere System kann schnell sein und da sein, aber das Netzwerk dazwischen eben nicht. Und mit all diesen Sachen muss ich umgehen können. Ja? Lass uns das nochmal also durchgehen. So das erste Hauptproblem ist, dass ich diese Konsistenz, die ich vorher problemlos sicherstellen konnte, nämlich zwischen Bestand und Bestellung, die kann ich jetzt eigentlich nicht mehr herstellen. Ja, also diese, das kann, das, ich habe das deswegen grün gemacht, weil das sozusagen eher dazu führt, dass man zu dieser Evans'schen Konsistenz, zu dem Evans'schen Konsistenzansatz kommt. Also jetzt quasi gezwungen ist, über diese beiden Aggregate hinweg irgendwie eigentlich nur Eventual Consistency anzunehmen. Ja? Es heißt aber faktisch eigentlich, dass ich nicht mehr Bestellungen ablehnen kann aufgrund dieses Nullbestandes. Ja? Weil, also warum? Ja, selbst wenn ich gerade eben zwei gelesen habe, wenn jetzt meine aktuelle Annahme ist, dass noch zwei Hosen da sind, kann es sein, dass ein anderer Request gerade eben die Bestellung irgendwie abgeschickt hat. Und also in dem Moment, wo ich die Zahl bekomme, ist sie eigentlich schon veraltet potenziell. Ja? Das heißt, ich muss mich damit arrangieren. Da gibt es Leute, die versuchen dann irgendwie mit XA-Transaktionen, um den ganzen Kladderadatsch wieder in eine Transaktion drum zu packen. Das ist üblicherweise mit großen Schmerzen verbunden. Und dann skaliert das Ganze auch nicht wirklich, wirklich toll. Da gibt's, hatte ich hinten verlinkt, Gregor Hopi, Starbucks doesn't use Two-Phase-Commit. Ja? So, dann kommt mein erstes Lieblingsthema in der Geschichte. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben uns erstmal neue Herausforderungen eingetreten. Und was machen Entwickler üblicherweise, wenn sie sich neue Herausforderungen eintreten? Sie schlagen mit Technik danach. Ja? Also, ja, ich habe jetzt irgendwie. Also, das erste Problem, was ich habe, ist halt, ich muss irgendwie Sachen serialisieren. Deswegen habe ich da, das ist der zweite Punkt. Und ich muss irgendwie diese Netzwerkkommunikation absichern. Ich habe jetzt also Netzwerkkommunikation, deswegen muss ich was dagegen tun. Ja? Und dann gibt es halt irgendwie von Netflix dieses Hystrix oder Resilience4j kann man verwenden. Ich nehme uns da selbst nicht aus. In den Spring Cloud Projekten sind relativ viele Projekte drin, die genau das sozusagen erleichtern. Und das spielt so ein bisschen in den Punkt rein, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, dass es halt oft Technologie gibt. Wenn man die unreflektiert verwendet, dann kann man den Eindruck bekommen, weil es diese Technologie gibt, kann ich ja relativ einfach diese verteilte Kommunikation machen und sich dann eben dazu hinreißen lässt, das in Anführungsstrichen Falsche zu tun. Ja? Dann merke ich, also selbst wenn ich jetzt mit Hystrix oder so irgendwie Fallbacks implementiere, also ich sage, wenn das andere System nicht da ist, dann nehme ich irgendein Fallback an, wobei sich die Frage stellt, beim Update des Bestands, was soll ich da genau an Fallback definieren, ja. Dann ist das vielleicht nicht nur ein Aufruf an ein Fremdsystem, sondern es sind irgendwie mehrere. Also stellt euch vor, wir müssen für die Bestellung halt auch noch die Rewards aktualisieren in dem fiktiven neuen System. Dann will man das natürlich nicht sequenziell machen, weil die Dinger jetzt so schrecklich langsam sind. Das heißt, wir müssen die parallel machen. Ja, und dann macht man das irgendwie hat man sich mal Completable Future eingetreten und merkt so, das verursacht auch Schmerzen. Dann denkt man sich, ach, wie kann ich irgendwie andere Schmerzen bekommen und schnappt sich Reactive Programming und sowas. Ja, also damit das irgendwie das Programmiermodell schöner wird und das Ganze wird aber irgendwie alles dann plötzlich nicht mehr einfacher. Und worauf ich hinaus will, ist, dass man eigentlich jetzt quasi was gemacht hat, dass man irgendwie sich eine Lösung hat einreden lassen, die neue Herausforderungen schafft und oft dann einfach nicht mehr der Schritt zurückgemacht wird und überlegt wird, da gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit, das, was mir da Probleme verursacht, zu vermeiden, also es vielleicht anders zu bauen, sodass ich das Problem nicht lösen muss, sondern das Problem gar nicht bekomme. Ja, weil der schnellste Remote Call, den ich irgendwie machen kann, ist der, den ich nicht tue oder den ich nicht tun muss. Genau, und das Ganze spielt sozusagen in so ein Muster, was eigentlich das Ganze so ein bisschen auf so eine Metaebene hebt, weil das Problem eigentlich
nicht die Kombination ist, dass die von den beiden Systemen, dass die miteinander interagieren, sondern üblicherweise ist das eine Timing-Frage, beziehungsweise wie das genau realisiert wird. Ja? Also selbst wenn ich die Requests parallelisieren kann und ich jetzt mit meinem Bestellsystem die Anfrage bekomme, komplettiere bitte diese Bestellung, dann kann meine Antwort maximal so schnell sein wie die langsamste Antwort, die ich von irgendeinem dieser Fremdsysteme bekomme. Ja? Und wenn ich üblicherweise anfange, Systeme so zu bauen, dann kann ich fast davon ausgehen, dass das Fremdsystem wiederum selbst mit einem anderen System spricht und ich dann irgendwie so zumindest mal Latenz irgendwie aufsammle. Und mein Ziel ist es also, dass ich eigentlich mit der Bestellapplikation es irgendwie schaffe, den Request, den ich selbst bekommen habe, zu beantworten, ohne dass ich mit einem Fremdsystem sprechen muss. Das heißt nicht, dass ich überhaupt nicht mit den Fremdsystemen sprechen möchte, aber ich möchte es halt nicht machen, während ich den User-Request abarbeite. Und wenn ich da hinkommen kann, dann kann ich also viele dieser Sachen, also ich werde trotzdem weiter Hystrix verwenden für eben dann genau diese Kommunikation oder irgendwie Spring Cloud Eureka-Integration oder was auch immer. Das heißt, es ist irgendwie nicht schlechte Technologie oder das ist irgendwie falsch. Es ist nur quasi eine Frage des Wann und des Wie. Eigentlich. Ja? Kommen wir gleich noch dazu. So. Was das Ganze verkompliziert, ist, dass ich plötzlich, also wenn ich das System so baue, dass ich selbst direkt andere Systeme aufrufe, ist fast egal, ob das direkt ist oder eben in einem separaten Thread oder sowas, ich muss die anderen Systeme erkennen. Wenn ich das direkt mache, muss ich das aber ja sogar dann machen, also nur um meine Geschäftslogik auszuführen. Ja, das heißt, ich kann eigentlich das System nicht mehr nutzen, ohne dass das Drittsystem da ist. Was irgendwie so ein bisschen irgendwie auch schräg ist, weil ich habe ja quasi gerade eigentlich aufgeteilt, weil ich gesagt habe, ich will die Dinger autark betreiben. Ja, ich will sie, die sollen in sich Mehrwert liefern. So, das heißt, ich muss sowohl zur Ausführung, aber auch beim Testen und dann geht es quasi los, okay, dann starten die Kollegen auf ihren Entwicklungsmaschinen irgendwie 25 Docker-Container, weil da muss die Datenbank da sein und das andere System und das andere System. Und muss entweder Stubs betreiben oder irgendwie Replikas der Produktionsmaschinen oder ich muss irgendwie anfangen mit WireMock mir irgendwie so APIs zu mocken an der Stelle. So. Ein weiterer Punkt, den ich irgendwie so ein bisschen unterbeleuchtet finde, ist, also man kann jetzt argumentieren, dass man für diese ganzen Runtime-Probleme, also was ich sage, das System muss vorhanden sein, kann ich Mocks verwenden. Die anderen Systeme sind langsam, kann ich mit Blech danach werfen. Ja, oder einer größeren AWS-Rechnung. Das geht alles. Also ich kann das irgendwie, mitigieren, das Problem. Was ich nicht so sehr mitigieren kann, ist üblicherweise die Art und Weise, wie die APIs aussehen. Und zwar ich finde ich ein gutes Beispiel. Lass mich mal kurz zurückhüpfen in dieses Updates-Doc vor. Ja, also die Idee ist jetzt, oder was ich da oft sehe, ist, dass nicht nur hergegangen wird und das Interaktionsmuster, ich triggere hier Logik in einem anderen System, dass nicht nur das übernommen wird, sondern auch die Idee der Art und Weise, die APIs zu definieren. Ja, also wir haben hier eigentlich eine sehr starke Kopplung, weil wir einen sehr starken Kontrakt haben. Ja, also diese Methode muss genauso heißen, der Compiler überprüft das. Dieses Ding hier muss vom Typ Order sein. Das wird alles vom Compiler gecheckt. Wenn es da irgendwie nur die geringste Abweichung gibt, dann ist das, wird das problematisch. Funktioniert das nicht mehr, kompiliert das nicht mehr. Das heißt, ich habe die Dinge sehr stark miteinander verheiratet, weil ich eben sehr viel Semantik da reingepackt habe. Ja? Also ich habe einen sehr starken Kontrakt. So. Das heißt aber, also das beinhaltet, dass ich eigentlich die aufrufende Seite und die anbietende Seite nur zusammen ändern kann. Also wenn ich jetzt hier da FO draus mache, also die aufrufende Seite geändert habe, dann passt, und das passt nicht zu der aufgerufenen Seite, kriege ich einen Fehler. Ja? Das heißt, wenn, dann muss ich das so, wie ich das vorhin gemacht habe mit dem Refactoring-Tool, muss ich die gleichzeitig auf eine neue Ebene heben an der Stelle. Das heißt, starker Kontrakt, ich bekomme starke Kopplung eigentlich. Und jetzt ist es mir ehrlich gesagt ein wenig schleierhaft, warum man sozusagen mit quasi hergeht und sagt, wir wollen jetzt Systeme haben, die wir jetzt wichtig schwach aneinander koppeln wollen. Also wir wollen lose Kopplung haben, aber gleichzeitig glauben, mit den gleichen starken Kontrakten
plötzlich lose Kopplung zu erreichen. Das ist irgendwie widersinnig, finde ich. Ja? Also das sieht man üblicherweise in dem oder das kommt oft daher, finde ich, dass aktuell so sehr viele Tools im Umlauf sind, das ist auch wieder so Technologie impliziert Verhalten, die sich sehr stark darauf konzentrieren, möglichst schnell irgendetwas zu erzeugen, irgendwas Brauchbares. Ja? Swagger. Das heißt, da ist ein Fokus drauf. Also warum ist dieser Fokus drauf? Ich meine das eher spaßig, aber der Punkt ist ja, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil es gibt das ist so ein Entwicklerverhalten, möchten gern Zeit sparen, ne? Wir möchten irgendwie nicht viel Zeit damit verbringen, Dinge zu bauen. Das heißt, wir machen irgendwie Sachen, die sich Code angucken und irgendwie Code generieren oder Dinge generieren, weil das so dafür sorgt, dass ich schnell aus irgendwas anderes erzeugen kann. Das wiederum, also wenn es irgendwas einfach geht, dann ist es einfach in Blogposts zu beschreiben. Dann bloggen Leute über diese Sache, weil es so einfach und so schnell geht, dann kann ich auch schnell den Blogpost schreiben, was dafür sorgt, dass viele Leute darüber bloggen, was dafür sorgt, dass das Zeug populär wird und dann quasi sich niemand mehr fragt, was machen wir da eigentlich, ja? Weil wenn wir uns, ich bin gleich bei dir, wenn wir, ich muss mal, glaube ich, das wollte ich sagen. Das ist nett, dankeschön. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil eigentlich wir plötzlich wir haben ein Architekturziel gegen ein anderes getauscht. Wir haben nämlich das Architekturziel getauscht, was Bestehendes möglichst leicht verändern zu können, gegen das Ziel, aus dem Nichts irgendwas neu schnell erzeugen zu können. Ja, und das sind üblicherweise konkurrierende Ziele in gewisser Weise. Da gibt es einen sehr hübschen Vortrag von dem Kollegen Jim Wyrick, leider schon verstorben, habe ich euch hinten im Slide-Deck verlinkt, der den Begriff der Conaissance diskutiert. Das hat er nicht erfunden, das kommt wieder aus einem anderen Buch. Das Conaissance sagt oder beschreibt den Grad der Kopplung von Dingen, die miteinander geboren sind und sich miteinander sozusagen weiterentwickeln möchten oder müssen eigentlich. Also in dem Fall die Methode, die wir da definiert haben oder irgendeine HTTP-Ressource, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten soll. Und der Kernsatz aus seinem Vortrag ist: Je weiter die Dinge, diese Dinge, die man initial zusammen geschaffen hat, je weiter die auseinanderliegen, also im Sinne von in der JVM, in einem Stückchen Java-Code, liegen die sehr nah beieinander. Wenn das separate Systeme sind, die über HTTP miteinander reden, liegen die weiter auseinander. Je weiter die auseinanderliegen, desto geringere Kopplung benötige ich. Also wir brauchen weaker Conaissance, je weiter die Dinge auseinanderliegen. Das heißt, man muss eigentlich auf andere Dinge achten, wenn man irgendwie APIs definiert und eben darauf schauen, dass man sich nicht mit irgendwelchen Dingen, die man da irgendwie verwendet oder einsetzt, eigentlich dieses Ziel, dieses Building Evolvable APIs fundamental untergräbt. Also der Klassiker ist, ich habe auf der Serverseite irgendwie eine Person und die hat eine Anrede, Herr oder Frau. Ja, das ist irgendwie in Java ist das ein Enum und dann geht halt irgendein API-Description-Tool, ich löse mich mal jetzt von Swagger, weil die anderen sind auch nicht besser, geht halt her und sieht, das ist ein Java-Enum, da machen wir in JSON-Schema eine JSON-Schema-Enum draus, da steht halt irgendwie Herr und Frau drin. Und dann geht halt der Client her oder das Stückchen Client-Code und sagt, das ist ein JSON-Schema-Enum, da machen wir auf der Client-Java-Seite wieder draus Herr und Frau, ja, und hab dann ein Enum. So, kann ich dann auf der Serverseite noch hergehen und sagen, ich führe jetzt Professor oder sowas als Anrede ein? Ja, kann ich erstmal nicht, ohne den Client kaputt zu machen, weil wenn ich den Wert in meinen JSON sozusagen reinrendere, dann geht mir auf der Client-Seite das SDK kaputt, weil es irgendwie prof. Nicht in eins der verfügbaren Enum-Werte deserialisieren kann. Ja? Das ist nichts, woran das Tool unmittelbar Schuld hat, aber das sind sozusagen Sachen, wo man irgendwie aktiv einen Blick drauf haben muss und sich dann vielleicht auch aktiv dagegen entscheiden muss, zu sagen, ey, wir generieren uns diesen Client-Code, weil er eben dann das eben nicht ermöglicht, dass dann eben dieser Wert vielleicht ignoriert wird, ja, wenn da irgendwie Herr oder Frau drin steht. Oder einfach gesagt wird, ich benutze einfach die Werte, die es geben kann, unabhängig davon, welche das sind, als irgendwie Dropdown-Liste für eine Auswahl in einem Formular oder sowas. Ja? Also das ist ganz oft, muss man irgendwie schauen, dass man, wenn man vom Server ableitet, nicht zu viel Informationen in den Client reinbackt. So,
Okay. Kommen wir zu Monolithen. Also ich hab jetzt irgendwie ein paar oder eine ganze Menge Punkte aufgemacht, die irgendwie sagen, so warum das vielleicht eine schlechte Idee ist. Wie kriegen wir es denn anders hin? Und die fundamentale Idee, die ich euch jetzt erstmal mitgeben möchte, ist völlig egal, ob ihr jetzt dann irgendwie mehrere Systeme baut oder nur eins, ist diese fachlichen Vorfälle explizit zu machen. Und zwar durch Events. Ja, also wir reden gleich darüber, wie das sozusagen technisch aussieht. Aber wir sagen erstmal logisch, wir sind wieder zurück bei Bound Context. Also das ist sozusagen alles jetzt wieder eine JVM. Wir gehen quasi her und sagen, der Katalog erzeugt diesen Product Edit Event, die Bestellung erzeugt den Order Completed Event. Die kennt jetzt immer noch von mir aus dieses Produkt, so wie es das vorhin gemacht hat. Das Inventory kennt den Katalog, also die Produkte. Und es gibt jetzt quasi eine Möglichkeit für das Inventory zu beschreiben, ich bin interessiert an dem Product Edit Event beziehungsweise an dem Order Completed Event. Und dann ist sozusagen die Invocation Richtung in dem Fall eigentlich nicht mal aus dem System heraus, sondern es gibt halt irgendeine Infrastruktur, die das sozusagen für mich aufruft. Ja. Wie sieht das aus? Also stellt euch vor, ich würde es gerne mal von der lesenden Seite aufziehen. Also es gibt, schauen wir quasi nur kurz in die Order-Klasse rein, da gibt es den Order Completed Event, das ist in dem Fall, also was jetzt hier verwendet wird, ist Spring Framework und es gibt in Spring das Konzept des Application Events. Das können einfache Objekte sein, in dem Fall ist das irgendwie ein Value Object, wo ich aus dem Order Completed einfach die Bestellung referenziere. Ja, an der Stelle. Das gibt es, wenn ihr irgendwie mit Java EE unterwegs seid oder so, das gibt es in CDI genauso, CDI Events, Observer. Das ist sozusagen nicht viel anders. Ich komme gleich noch zu ein bisschen der Sonderlocke, wie das irgendwie vielleicht in Spring doch schöner ist als in der alternativen Welt, aber generell gibt es den Mechanismus irgendwie in den gängigen Java-Stacks, die man so durch die Gegend fliegen sieht. Ja. Es gibt da diesen Order Completed Event. Wie der erzeugt wird, schauen wir uns gleich an. Das erste, was ich euch aber zeigen möchte, ist sozusagen, wie ihr so einen Listener schreibt. Es ist einfach eine Spring-Komponente, die eine Methode hat, an der AddEventListener dran steht. Und dann nehmt ihr quasi hier einen Parameter entgegen. Und was quasi passiert ist, wenn der Event publiziert wird über den Application-Kontext, also da braucht es jetzt irgendwie keine Infrastruktur, kein Message-Broker oder sowas, dann werden alle Event-Listener, die der Application-Kontext kennt, eben entsprechend synchron benachrichtigt. Ja? Warum ist das wichtig? Also ich kann jetzt quasi hierher gehen und kann, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, wieso das jetzt hier Events auslöst, aber bin jetzt quasi hierher gegangen und habe sozusagen anstatt ja, Bestellung, setz mal den Status an, das habe ich irgendwie eine semantische Methode irgendwie dazu gebaut. Bestellung, komplettiere dich mal. Und dann schreibe ich die einfach nur weg. Ja, und wir gucken, wie gesagt, uns gleich an, wie das Events verursacht. Aber worauf ich erstmal hinaus wollte, ist, dass diese Event-Listener synchron angesteuert werden. Also die werden synchron aufgerufen. Was bedeutet, die nehmen weiterhin an der Transaktion teil, so wie sie. Wie das vorher der Fall war. Also wir haben jetzt hier an der transaktionalen Semantik überhaupt nichts geändert. Es ist quasi nur Code in gewisser Weise dahin verschoben worden, wo er eigentlich hingehört. Ja, also wir haben jetzt diesen Aufruf des Inventories, das ist jetzt im Inventory-Bounded-Kontext selbst und wir referenzieren jetzt nur noch den Order-Completed-Event. Also wir haben jetzt ganz klar die Abhängigkeitsrichtung vom Inventory auf die Bestellung. Ja. Weil vorher, wenn ihr euch erinnert, war da eigentlich eine zyklische Abhängigkeit. Das Bestellsystem wusste vom Inventory und das Inventory hat die Bestellung übergeben bekommen. Also da hatte ich quasi die Rückbeziehung und das macht eigentlich einen Zyklus und den will man nicht haben. Den haben wir jetzt hier nicht mehr. Ja, weil es sozusagen nur noch aus der Richtung hergeht. Der andere hübsche Teil, oder was es jetzt quasi bedeutet, ist, dass wir hier über dieses Order Completed, das ist jetzt quasi was eigentlich explizit darstellt, dass es diesen fachlichen Vorfall gibt. Und ich muss jetzt, um an diesen fachlichen Vorfall weitere Dinge zu knüpfen, muss ich nicht quasi hier hingehen, sondern ich könnte, um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, das Rewards Package bauen. Ich könnte da quasi Code schreiben, der das implementiert und der dann einfach einen Event-Listener hat auf Order Completed und
dann eben die Bonuspunkte abarbeitet. Ja. Technisch gesehen kann man jetzt hier noch hergehen, also ich hätte gesagt, synchrone Zustellung nimmt an der Transaktion teil. Wenn man hier irgendwas tun möchte, was irgendwie länger dauert, kann man das irgendwie async machen. Dann läuft das Ganze aber in dem neuen Thread und dann natürlich auch nicht mehr in der gleichen Transaktion. Alternativ gibt es noch, es gibt bestimmte Reaktionen auf Geschäftsvorfälle, die man nicht in der Transaktion machen möchte. Klassiker, eine E-Mail verschicken, dass die Bestellung vollständig ist. Wenn ich das in einem Event-Listener mache und mir rollt danach die Transaktion zurück, habe ich die E-Mail verschickt und das ist irgendwie ein bisschen peinlich. Ja? Das heißt, da gibt es alternativ noch Add Transactional Event Listener. Das Ding wird quasi gerufen, wenn, also da wird quasi der Event wird publiziert, irgendwie zwischengehalten und erst wenn die Transaktion committed, wird der Event zugestellt. Ja, also so einen klassischen E-Mail-Versand würde man wahrscheinlich über einen Add Async Transactional Event Listener implementieren an der Stelle. Da gibt es gerade zu dem Bereich, zu dem Thema Transactional Event Listener, gibt es natürlich jetzt, machen wir eine neue Fehlerkategorie auf, weil natürlich, wenn die Transaktion committed ist und mir dann während des E-Mail-Versendens das System abkachelt, dann ist der Event verloren gegangen. Ja? Da gibt es in der erweiterten Fassung, wenn ihr das Slide Deck online findet, gibt es dann quasi jetzt hier folgend noch einen ganz großen Block zu dem Thema und wie man damit umgehen kann, was es da irgendwie framework-seitig für Unterstützung gibt, das zu behandeln. Haben wir jetzt, habe ich hier aus Zeitgründen quasi rausgelassen. Nur, das braucht man eigentlich der Vollständigkeit halber, wenn man mit diesem Modell arbeiten möchte. So, dann kommt die Frage auf, jetzt könnte man quasi hergehen und auch jetzt hier im Inventory wieder ein Out-of-Stock-Event werfen und dann potenziell in einem Einkaufssystem oder so eben Funktionalität auslösen. Das ist quasi nur beispielhaft dafür, dass man jetzt eben diese Events erstmal einfach in der JVM werfen kann, unter Umständen auch ohne, dass es erstmal jemanden gibt, der darauf lauscht, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich das an, was passiert da, man kann die einfach erstmal wegloggen, das hilft üblicherweise, was auch immer. So, was ist jetzt passiert? Ich müsste wahrscheinlich kurz vorgreifen, lasst uns das mal machen, jetzt ist es ein bisschen schlecht sortiert. Da. Wie sieht das Ganze, wie kommen diese Events zustande? Ich hüpfe sogar nochmal weiter raus und zwar hierhin. Ihr seht ja hier aktuell nichts von der Event-Publikation. Das heißt, hemdsärmlich würde man das Ganze so benutzen, dass man sagt, private final application event publisher, und dann würde man hier sagen, Publisher.publishEvent und dann sagt man hier New Object oder so. Ja? Also man kann da irgendwas reinwerfen, muss man sich halt seine Event-Klassen irgendwie nehmen. So, was ist daran unschön? Also A, verschmutze ich jetzt in gewisser Weise wieder diesen Code hier mit einem zusätzlichen technischen Schritt. Also das hat irgendwie jetzt erstmal mit Fachlichkeit, also kann man jetzt argumentieren, also gerade Application Event Publisher hat mit eurer Domäne nichts zu tun, ist irgendwie ein Spring-Interface, will man nicht haben. Ja? Zum anderen ist es so, dass eigentlich Eric auch sagt im Buch, dass es die Aufgabe eines Aggregats ist, diese Events zu erzeugen. Nicht unbedingt zu publizieren, aber zu erzeugen. Und die Idee ist jetzt folgende, dass wir euch mit, das ist jetzt so ein Spring Data Gem in gewisser Weise, dass wir euch hier mit so einer Basisklasse die Möglichkeit geben, also eine Entitäten als Aggregate Roots auszuzeichnen. Ist erstmal so ein bisschen Semantik. Und das gibt dann eben noch zusätzliches API, dass ihr hier quasi in dem Aggregate Root Events recorden könnt. Ich habe in dem Fall hier, das sieht noch ein bisschen umständlicher aus, als es vielleicht sein müsste, weil ich hier versucht habe, irgendwie JPA Immutability beizubringen. Das ist so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, aber es geht so halbwegs. Deswegen muss ich hier die Events aus dem alten, aus der alten Instanz rauskopieren. Deswegen, Aber der interessante Teil ist eigentlich der hier. Ich kann sozusagen eigentlich hier aufrufen, wenn ich das Mutable halten will, kann ich sagen Register Event und kann dann eben einfach hier einen Event registrieren in dem Aggregat. Und es passiert Folgendes, dass wenn ich quasi mich entscheide und der Persistenz sozusagen sage,
hier ist jetzt quasi ein Stand, der eben persistent sein soll, dann geht die Persistenz her und sieht, okay, das ist ein Abstract Aggregate Root und holt sich da die Events raus, die bis dahin recorded wurden und publiziert die. Ja, das heißt, ihr müsst in eurem Aggregat eigentlich nur hergehen und diese Events erzeugen und die ganze Publikation wird sozusagen von der Infrastruktur übernommen. Also das ist so, man kann sich eben noch mehr darauf konzentrieren und das ist das, was dieser, ich habe das quasi hier drin nochmal in den Folien, dann lass uns doch zurückhüpfen. Nee, das war falsch. Hier. Das ist das, was der erste Punkt eigentlich sagt. Und das ist was sozusagen sehr aus dem DDD-Buch kommt, dass eigentlich das Aggregat sozusagen der Kernpunkt ist, wo sich Geschäftslogik ansiedeln sollte und auch die Publikation oder das Erzeugen von Events eben noch mehr ins Aggregat gewandert ist. Ja, wir müssen diesen Publikationscode nicht in irgendeinem Service haben, sondern wir können das Aggregat zu dem machen, was es eigentlich sein soll. Genau, wir haben die Integration jetzt irgendwie komplett auf diese Events umgestellt. Das hat uns eben geholfen, diese Aufruf-Dependencies eigentlich nicht zu invertieren, sondern diese zyklische Abhängigkeit aufzubrechen. Und das Ganze kann man jetzt in dem Fall dann auch irgendwie, wir haben es vorhin diskutiert in dem Workshop, den ich hier irgendwie heute Nachmittag intern gehalten habe, dass dann sozusagen dieses Vorhandensein oder das Auslösen eines Events auch immer hilft, also weil ich oft die Frage bekomme, wo zieht man denn die Bounded-Context-Grenzen? Und man kann eigentlich immer an der Stelle, es gibt in DDD gibt es dieses Event-Storming, wo man quasi hergeht und so Requirements-Engineering macht, anhand einer Diskussion darüber, welche Vorfälle es überhaupt in dem System geben kann. Ja? Und dann kann man sich eigentlich immer anschauen, wer publiziert denn diesen Event oder wer erzeugt den und wer ist daran interessiert. Und es ist eigentlich sehr oft so, dass derjenige, der publiziert und derjenige, der daran interessiert ist, dass die nicht im gleichen Bounded-Kontext leben. Also das ist so ein Indikator für eine Kontextgrenze. Wenn ihr sowas macht wie CQS und Event-Sourcing, da will ich jetzt sozusagen heute Abend nicht drauf einsteigen, dann wird das sozusagen wieder leicht was anderes, weil dann eben auch Events verwendet werden, um einfach den Zustand eines Aggregats abzubilden, zu speichern, wiederherzustellen, was auch immer. Ja? Aber sozusagen auf dem Level, wie ich das sozusagen hier gemacht habe, geht das. Das ist noch das Slide-Deck von heute Nachmittag. Entschuldigung, das ist genau das, was ich euch, was ihr dann online findet zum weiteren Studium. Okay. Also das ist quasi, das ist die Idee. Und einfach herzugehen und zu sagen, wir lösen diese Interaktion der Kontexte auf über diese Events. Da gibt es einfach auch in der JVM Möglichkeiten, diese zu nutzen. Und ich brauche dann auch irgendwie keinen Message Broker oder irgendwas, sondern es kann einfach alles event-lokal bleiben. Das ist eine Frage. Also die Frage oder die Aussage ist ja, dass durch diese Events wird das so ein bisschen intransparent, was wann passiert. Ja, also es ist nicht mehr so leicht nachvollziehbar. Und die Frage, gibt es da was von Ratioformen, was man irgendwie, wo man das wieder, wie man das wieder herstellen kann? Also ich würde erstmal behaupten, dass es was ist, was wofür oder wogegen man sich eigentlich schon entschieden hat, wo man gesagt hat, wir machen Bounded Context. Weil da habe ich eigentlich gesagt, ich möchte das System einzeln verstehen können. Und möchte sozusagen, ich möchte in der Lage sein, mit dem Verständnis über einen Teil des Systems genug anfangen zu können, um da dran was weiterzuentwickeln. Ja? Also ich gebe in gewisser Weise auf, darüber Bescheid zu wissen, was im Inventory passiert, um quasi nur Order verstehen zu können. Das ist sozusagen, warum man erstmal überhaupt hergeht und sagt, wir lösen uns von dieser prozeduralen Implementierung. Kann man irgendwas bekommen, was das Ganze wieder sozusagen analysiert und zurückführt? Natürlich, also gerade wenn es sozusagen ein monolithisches Java-Projekt ist, habe ich immer die Möglichkeit, irgendwie auf dem Event-Typ einfach zu sagen, Find Usages, dann sehe ich sozusagen, wer ist alles daran interessiert, wenn es sozusagen
von der Richtung kommt. Ich kann aber auch irgendwie sowas wie zum Beispiel JQ Assistant oder sowas verwenden, was mir statische Code-Analyse macht über mein System und dann quasi eben sieht, dass, okay, der Event wird eigentlich nur aus Code in diesem Order Completed erzeugt und da hängen diese Event-Listener dran und kann die dann wieder korrelieren. Also da gibt es quasi Möglichkeiten, dadurch, dass es relativ nett immer noch ein System ist, kann man irgendwie darüber irgendwie einfach mit den mit so statischen Code-Analyse-Tools eigentlich relativ viel machen. So eine Frage? Ja. Ja. Jein. Guter Punkt. Also die Frage ist an der Stelle, das heißt zwar Modulit, aber es ist immer noch ein Maven-Modul. Wäre es nicht sinnvoller, das sozusagen aufzuteilen? Der Punkt ist, kannst du tun. Also eigentlich dadurch, dass du jetzt keine zyklische Abhängigkeit mehr zwischen den Teilen hast, könntest du jetzt quasi hergehen und die Pakete einzeln rauslösen, einzelne Maven-Module machen und die sozusagen separat voneinander bauen. Weil hauptsächlich die, also die Schnittstelle ist, sind ja jetzt quasi die Events. Ja, also das ist quasi, das ist eine Typbeziehung und wenn du dann zum Schluss hergehst und sagst, du paketierst das wiederum irgendwie mit einem sozusagen einem Projekt, was dann irgendwie auf Inventory dependent und auf Order dependent und auf Catalog dependent, packst es zusammen, machst dann eine Spring Boot Applikation draus und paketierst das wiederum als Monolith. Das kannst du machen. Ich habe jetzt hier jetzt keinen Mehrwert gesehen, das zu tun. Ja, weil du, weil dann habe ich quasi drei Maven Module und Okay. Der Vorschlag ist also quasi den Teil, der wirklich zu referenzieren ist aus dem anderen System, den könnte man wiederum in ein separates Modul packen. Dann hättest du aber jetzt schon 6. Ja, so. Ja. Also ich war vor ganz langer Zeit irgendwie in einem Projekt bei der Landesbank, da haben wir da genau das gemacht. Also wir haben nicht Events gemacht, aber wir haben sehr stark aufgeteilt, API-Modul, Implementierungsmodul, SPI-Modul und waren dann irgendwie bei einer relativ überschaubaren Applikation für bei 38 Maven-Modulen. Das bringt natürlich eigene Komplexität mit sich, also das ist quasi wieder ein Trade-off. Was du aber jetzt hier schon machen kannst und was ich glaube ich auch gemacht habe in dem Beispiel, genau. Wenn man nämlich hergeht und Pakete verwendet für die fachlichen Bereiche, dann kannst du eigentlich schon so in gewisser Weise, also du setzt dich schon mal in die Lage, Dinge verstecken zu können, weil jetzt zum Beispiel, dass der Order Manager mit einem Order Repository arbeitet, ist eigentlich Implementierungsdetail. Das muss von draußen niemand wissen und das kannst du eben deswegen so verstecken, indem du einfach ein Package Scope verwendest an der Stelle. Das heißt, da kann auch niemand hergehen und irgendwo anders add auto-wired order repository hinschreiben in einem anderen Paket, weil er das einfach nicht sieht. Also ich kann den Compiler jetzt nutzen, um hier so in gewisser Weise schon irgendwie zu steuern, wer was sehen kann. Das hat mit Events erstmal gar nichts zu tun, sondern ist einfach eine Frage von Paketorganisation an der Stelle. Wenn einem das nicht weit genug geht, macht man Maven-Module draus. Finde ich super. Nicole? Mhm. Na, das Event, also fürs Recording, wir bräuchten eigentlich sogar noch ein Modul mehr, weil wir irgendwie das Event sharen wollen. Ich glaube in dem Fall nicht zwangsläufig, weil das ja in dem API-Package landen würde. Also wir hätten quasi Order API, wir hätten Order Implementation und der Event müsste natürlich in dem API-Package liegen und jeder, der sozusagen an dem Ding lauschen will, müsste quasi das API auf das API-Package dependen. Das würde schon gehen, aber ja, das bringt jetzt irgendwie, bringt dann jetzt Komplexität mit, die ich jetzt hier nicht noch zusätzlich diskutieren muss. Ist aber definitiv eine gute Sache, kann man tun und ich bin immer Freund davon, Sachen zu strukturieren, oder der Gedanke, einfach auch eine monolithische Applikation in physische andere Module zu separieren und die dann irgendwie zu aggregieren, ist auf jeden Fall was ich grundsätzlich irgendwie nicht schlecht finde. So, wie sind wir denn zeitlich? Huch! Okay. Dann beeilen wir uns. Also,
Wenn wir jetzt quasi hier, also wir könnten jetzt quasi, wir haben, der Stand ist eigentlich, wir bauen jetzt die monolithische Applikation, benutzen diese Events, um diese Modulinteraktion zu machen oder bauen eine Kontextinteraktion. Jetzt könnten wir halt feststellen, dass man, dass bestimmte dieser Events auch für andere Systeme interessant sein mögen und man will vielleicht hergehen und die externalisieren. Das wäre erstmal relativ trivial, weil ich jetzt einfach hergehen kann und mir meine, wenn ich jetzt irgendwie JMS verwende oder so, klassisch, kann ich irgendwie mir Spring JMS nehmen, kann einen Event-Listener selbst schreiben, also einen normalen Event-Listener, wie ihr ihn gerade gesehen habt, kann dann JMS-Template injecten und kann dann sagen, bitte hier auf dieses Topic oder sowas externalisieren. Das geht, das kann ich selektiv machen, also ich kann quasi hergehen von meinen 20 Events, die innerhalb meiner Applikation durch die Gegend fliegen, externalisiere ich 3 und das funktioniert. Genau, wenn man das im großen Stil macht, also wenn man jetzt irgendwie wirklich mehrere Teile hat, also wir jetzt in dem Fall hergehen würden und sagen würden, wir teilen die Systeme separat auf, dann stellen sich halt eben die Frage, auf welche Füße stellt man das? Und da ist halt eben die offensichtliche Variante ist halt Messaging, die weniger offensichtliche ist halt REST. Und ich möchte quasi in dem Kontext dieses Vergleiches nochmal ein paar zusätzliche Fragen aufmachen, eigentlich eine, die ich vorhin schon erwähnt habe. Was brauche ich, um das System zu ein System zu starten und sinnvoll benutzen zu können? Was passiert, wenn ein System stirbt? Ja, also wenn das weg ist, was passiert, wenn es wiederkommt? Und was ähnlich klingt, aber doch was leicht anderes ist, was ist, wenn ich ein neues System in den Systemverbund aufnehmen möchte? Also mein Rewards-Programm, da gibt es halt irgendwie diese Systemlandschaft und ich möchte jetzt das Rewards-Programm starten. Wie sieht das aus, wie verhält sich das, ja, was kann ich nicht und so weiter und so fort. So, Messaging. Wenn wir Messaging machen, dann machen wir Folgendes, wir stellen uns einen Broker in die Mitte des ganzen Systems. Also hier Kafka, also nicht der Autor, sondern die Apache-Technologie. Und wir gehen quasi her und werfen jetzt diese Events in diesen Message Broker und dieser Message Broker sorgt dafür, dass alle anderen Systeme, die sich angemeldet haben und an einem bestimmten Topic interessiert sind, die zugestellt bekommen. Kann sich jemand vorstellen, warum das Bestellsystem jetzt plötzlich auch auf diese Product Edit Events lauschen möchte? Upsell? Das wäre so Recommendations-Kram. Ist jetzt in dem Fall nicht der Fall. Nee. Ich hatte ja vorhin gesagt, um eine Bestellung irgendwie festzuhalten und die anzuzeigen, muss ich ja irgendwie Produktinformationen in die Bestellung kopieren. Und wenn ich jetzt nicht hergehen möchte und quasi in dem Moment, wo die es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe in meinem System lokal Informationen über Produkte oder ich muss in dem Moment, wo jemand sagt, mach mir mal bitte 5 von Produkt 4711 in meinen Warenkorb, muss ich im Katalog anfragen, was da, wie das Ding heißt, welchen Preis es hat und so weiter und so fort. Genau das will ich ja vermeiden, weil das bedeuten würde, dass das Katalogsystem da sein muss, in dem Moment, wo ich das hinzufüge, ja, das Produkt. Das heißt, was ich hier quasi mache, ist Datenduplikation. Ich nehme im Katalog, steckt wahrscheinlich an dem Produkt, sind wahrscheinlich irgendwie 25.000 Informationen dran, und ich gehe jetzt quasi her und sage in meinem Bestellsystem, ich will jetzt vielleicht nur die Beschreibung und nur den Preis haben. Und das interessiert mich, deswegen subscribe ich mich auf dieses Product Edit Event und halte eigentlich die Daten redundant in meinem Bestellsystem und muss dann natürlich auch auf andere Events lauschen, also wenn die Beschreibung geupdatet wird, wenn sich der Preis verändert hat und so weiter und so fort. Ja? Ich trade sozusagen die Notwendigkeit, in das andere System aufzurufen, während ich den User Request abarbeite, das ist ja das, was ich nicht machen wollte, dagegen, dass ich jetzt plötzlich Datenduplikation machen muss, im Endeffekt. Ja? Es passt aber sehr gut eigentlich zu der Idee in Domain-Driven Design, dass man sagt, okay, es gibt ein bestandsführendes System, das hat sozusagen, sagt Identität, und dann gibt es andere Systeme, die haben bestimmte Sichten auf diese Systeme, sind an anderen Sachen interessiert und so weiter und so fort. Genau, das können wir jetzt sozusagen durchziehen hier an der Stelle. Das passiert jetzt für die ganzen anderen Events auch. Der wichtige Punkt ist,
Hüpf zurück, sehr schön. Der wichtige Punkt ist, dass ich eigentlich immer mit dem Broker sprechen muss. Und ich bin der Meinung, das ist erstmal eigentlich eine fundamental schräge Idee, weil ich eigentlich damit gestartet bin, dass ich sage, ich will die Systeme aufteilen, weil ich sie separat voneinander entwickeln möchte und dass sie sich nichts miteinander teilen. Ja? Und jetzt stelle ich quasi den Broker in die Mitte und teile mir mit allen Systemen diesen Broker. Ja? Also es hat, also es sorgt dafür, dass normalerweise klassischer Microservice-Ansatz, jedes System hat eine eigene Datenbank, zumindest ein eigenes Datenbankschema, aber wir teilen uns eigentlich keine Infrastruktur. Ja, wollen wir nicht. Und jetzt stellen wir dieses Ding in die Mitte und sagen, das müssen alle benutzen. Ja, ich habe. Wenn der. Okay, ja, klar, du brauchst DNS, du brauchst Netzwerk, also es gibt immer Shared Infrastructure, aber warum komme ich jetzt auf die Idee, mir gerade noch we zusätzlich welche in, also einzutreten? Ja? Mal davon abgesehen, dass in diesem Broker plötzlich viele sehr fachliche Dinge passieren oder fachliche Dinge implementiert sind. Wie lange lebt so eine Message da drin? Wie lange wird die vorgehalten? Ja? Was passiert denn, wenn jetzt ein System irgendwie Amok läuft und irgendwie Events produziert wie nichts Gutes, irgendwie da die Platte vollschreibt und die anderen Systeme deswegen nicht mehr funktionieren, weil irgendwie der Broker irgendwie Schluck aufbekommt. Ja? Also ich kann mich erinnern an die Diskussion bei einem Kunden, die jetzt irgendwie alle gesagt haben, oh, wir machen jetzt DevOps, ja, hier Team betreut die Applikation selbstständig und dann die Frage aufkam, jetzt haben wir 25 Teams, 25 DevOps-Teams, DevOps-Teams ist der falsche Begriff, aber Teams, die irgendwie nach DevOps funktionieren. Ja, wer kümmert sich denn jetzt um den Broker? Wer betreibt den denn? Und da hat man sich auf so eine Kehrwoche geeinigt, ja, jeder darf mal. Geht so das Pappschild ging quasi rum. Ja. Also ich sag nicht, dass das falsch ist, ich sag nur, dass es das irgendwie erstmal so ein bisschen die grundsätzliche Idee konterkariert und man eben irgendwie einfach sich bewusst sein muss, dass man da wie wieder Shared Infrastruktur packt. So. Shared Infrastruktur, das hatte ich gesagt. Das Ganze skaliert üblicherweise ziemlich gut. Da gab es vor kurzem einen Artikel von der New York Times, dass die irgendwie ihre Publishing-Pipeline irgendwie nach Kafka migriert haben und jetzt jeglichen Artikel in jeglicher Bearbeitungsstufe seit 1800 irgendwas in diesem Kafka rumliegen haben. Ja? Also das muss irgendwie, also das scheint relativ gut zu funktionieren. Was ich halt schräg finde an der Stelle ist, dass es eben, dass man plötzlich eine fachliche Entscheidung, die man eigentlich in dem System selbst treffen möchte, zumindest in dem Broker implementiert. Ja? Man kann wohl die Topics anlegen und wenn der Produzent sagt, hier, ich lege ein neues Topic an, kann der definieren, wie lange die Nachrichten da drin leben sollen. Aber trotzdem ist quasi, habe ich irgendwas in gewisser Weise outgesourced, ja, eine fachliche Entscheidung. Und ich habe quasi die Entscheidung getroffen, dass so ein Event eben jetzt eine Message sein soll. Also das physische Vehikel für mein Event ist so eine Message. Was noch mit reinspielt ist, sind diese Replay-Charakteristika. Also die Kommunikation läuft ja über Topics. Also ich spreche ja nicht direkt mit einem anderen System, sondern ich publiziere ein Event auf das Products-Topic und ich sage damit als Publisher, das war's. Mehr interessiert mich nicht. Ja? Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass ich sowohl als Publisher und eigentlich auch als Broker nie sicherstellen kann, dass alle den Event bekommen, die daran interessiert sind. Weil interessiert sein muss irgendwie, also ich muss mich da beim Broker angemeldet haben, üblicherweise, also wenn man JMS und AMQP verwendet. Ja? Das heißt, das Beispiel, was ich da diskutieren mag, ist wieder dieses Rewards-System. Das war nichts, was ich mir irgendwie ausgedacht habe, sondern das hat irgendwie ein Kunde gemacht. Die haben dieses Rewards-System gebaut. Und die haben sich dann gedacht, hey, wir wollen, wenn wir live gehen mit dem Feature, nicht nur alle neuen Bestellungen sehen, sondern wir würden gerne einfach alle Bestellungen sehen der letzten 2 Jahre oder alle, die jemals irgendwie vorgefallen sind. Und das geht halt mit sowas wie JMS und AMQP erstmal nicht, weil ich das System erstmal initial angemeldet haben muss, entweder mit einer Durable Subscription oder diese Fanout Exchanges in AMQP. Und ab da wird dann eben sozusagen vom Broker für diesen speziellen Client werden die Messages gebuffert und dann eben erst zugestellt, wenn das System wieder hochkommt an der Stelle. Kafka funktioniert genau umgekehrt. Da ist der Default, dass alle Messages erstmal für immer leben. Ja? Damit kriege ich halt so also solche kompletten Replays out of the box. Also ich kann einfach hergehen
und sagen, ich melde mich neu an und dann Kafka funktioniert über Offsets. Also ich sage dann, ich möchte ab Offset 0 lesen und dann kriege ich irgendwie alles zugestellt. Ja? So. Was eine sehr hübsche Diskussion ist immer, wir bauen lose gekoppelte Systeme, weil wir benutzen Messaging. Und wir haben's, ich habe es eigentlich jetzt gerade aus der Diskussion um die Events schon vorgekommen, dass jetzt eigentlich das API, ich habe natürlich diese Topics, wo ich wissen muss, wohin schreibe ich und worauf lausche ich, aber sehr viel von API wandert in die Definition des Serialisierungsformats für diese Messages, weil das schlussendlich üblicherweise JSON ist und ich jetzt im Gegensatz zu einem REST-Ansatz, der sowas wie Content Negotiation kennt, also quasi einen formalisierten Ansatz, wie ein Client sagen kann, ich hätte gern die Nachricht in einem bestimmten Format X oder in einem bestimmten Format Y. Das gibt es nicht in Messaging so ohne weiteres. Das muss man, wenn man das irgendwie haben will, muss man das irgendwie selber bauen. Das heißt, der Producer entscheidet, wie die Nachricht aussieht. Und das tut er für immer. Ja, also ich kann da nicht irgendwie als Client sagen, so, ach, JSON gefällt mir nicht, ich hätte lieber XML. Wohingegen in so einer HTTP-Welt kann ich halt im Nachhinein potenziell noch hergehen und sagen, wir haben jetzt 2 Jahre JSON gemacht, aber XML wäre irgendwie auch schön. Dann ändern wir sozusagen den Server-Code ab, dass er jetzt auch XML unterstützt. Und ab da geht das halt eben auch. Auch für bereits bestehende Nachrichten oder sowas. Ist jetzt auch üblicherweise kein Beinbruch, ist nur was man auf dem Schirm haben sollte. Formatänderungen werden dann üblicherweise so gebaut, dass man halt irgendwas baut, was lauscht auf das Originalformat, Transformationsregeln hat, wie das sozusagen wie das im neuen Format aussehen soll und die quasi wieder neu publiziert und dann kann man sich als Client entscheiden, will man altes Format lesen oder will man neues Format lesen. Ja. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, dass ich eigentlich, sobald ich in meinem eigenen System eine transaktionale Ressource habe, ich eigentlich jetzt immer lokal Two-Phase-Commit benötige. Ja? Um genau diesen Fall von vorhin sozusagen abzusichern, dass ich schreibe irgendwas in meine Datenbank, will aber gleichzeitig eine Nachricht verschicken, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass die Nachricht nur verschickt wird, wenn die Transaktion wirklich zuschlägt. Ja, da gibt es für JMS, gibt es in Spring irgendwie die entsprechenden Mechanismen, Publizieren von so einer Nachricht dann eben ans Transaktionscommit geklemmt wird. Ja, oder ich schicke halt Compensating Messages hinterher, aber das ist so, diese Bestellung wurde kompliziert, nein, doch nicht, ist irgendwie vielleicht nicht so gerade irgendwie das Schwierige, oder nicht so gerade das brauchbare Vehikel an der Stelle. Weil oft übersehen wird, diese Compensating Messages bzw. Compensating Actions leben immer davon, dass man das, was kompensiert, dass das eine idempotente Operation ist. Ja, weil sonst habe ich das Problem gerade im Quadrat. Wenn ich sozusagen Bestellung angelegt bzw. Bestellung storniert, wenn ich Bestellung stornieren, ist halt jetzt glücklicherweise eine idempotente Operation, aber wenn sie das nicht ist, dann muss ich potenziell den Fehler der kompensierenden Aktion irgendwie wieder kompensieren und dann wird es absurd an der Stelle. Ja. So, okay, also das Problem, in Anführungsstrichen, was ich hier habe, ist, ich brauche plötzlich zusätzliche Infrastruktur, die verkompliziert erstmal das Testen und den Betrieb, weil ich irgendwie immer diesen Broker irgendwie rumfliegen lassen muss und so weiter und so fort. Beispielcode würde ich jetzt aus Zeitgründen nicht drüber springen. Es sind 3 verschiedene Projekte, die sind jeweils mit einem HTTP-Frontend versehen, sodass man irgendwie Produkte einsehen kann und Bestellungen einsehen kann und die kommunizieren halt über einen Kafka an der Stelle. Ja. So. Wie sieht das Ganze eben mit REST aus? Die fundamental andere Idee ist, also deswegen hatte ich das vorhin als separaten Bullet Point, da hatte ich gesagt, wir haben uns jetzt entschieden, Events werden Messages. Und in REST, also das heißt Representational State Transfer, ihr wisst, also da geht es um Ressourcen, entscheidet man sich, dass diese Events Applikationszustand werden. Ja? Das heißt also, ich sage jetzt einfach, so ein Product Edit Event ist für mich nichts anderes als eine zusätzliche Zeile in meiner Datenbank. Und das macht erstmal sehr viele Sachen sehr viel einfacher, weil ich einfach an meiner lokalen Transaktion teilnehmen kann und einfach zusätzlich zu meinem, ich habe irgendwie ein Produkt angelegt, also der Eintrag in der Produkttabelle, habe ich irgendwie noch einen Eintrag in der Events-Tabelle, Product Edit, fertig. Dann kann ich da irgendwie HTTP-API oben drauf klemmen und kann es sozusagen ermöglichen, meinem Client, dass er sagt, gib mir doch mal bitte die Events und dann kriege ich die irgendwie einfach aufgelistet. Das ist einfach ein Select-Sternchen from Events. Also naiv erstmal, ja. Das gleiche kann ich für das andere System machen
Und ich kann jetzt hergehen und kann in dem System, was jetzt plötzlich an diesen Sachen interessiert ist, kann ich hergehen und dann ein Stückchen Code hinterlegen, das jetzt eben periodisch genau diese APIs abfragt. Ja, also einfach, ich sage in dem Fall Polling. So. Auch oft nicht so bekannt, Kafka macht eigentlich nichts anderes. Das ist ein Long Polling unter der Haube. Ja, also da wird einmal HTTP-Call aufgemacht und dann werden die Sachen durch die Leitung geschickt an der Stelle. Genau, und das macht jetzt, also das, schon alleine das, ich glaube, ich habe jetzt noch hier das Beispiel mit dem Out-of-Stock an einem API und dann klemme ich wieder ein anderes System dran. Das macht das ist die Idee und das hat relativ interessante Effekte, also was man üblicherweise baut, das sind quasi, kann man relativ einfach machen, so Collection-Ressourcen, also irgendwie alle Events, die ich dann irgendwie filtern kann nach Event-Typ. Das ist so ein bisschen das Poor-Man's Topic dann in gewisser Weise. Ja. Und ich habe jetzt in dem Beispiel, habe ich irgendwie ein Datum gewählt, um sozusagen hergehen zu können und zu sagen, es ist gerade eben, wie spät ist es, keine Ahnung, 2048, und ich lade jetzt alle Events bis dahin und dann kann ich beim nächsten Request sagen, pass mal auf, gib mir mal bitte alle Events, die nach 2048 passiert sind. Also dass ich sozusagen durch das Set durchwindowen kann. Datum ist vielleicht jetzt nicht die schlauste Idee, weil wenn ihr separate Maschinen habt, müsst ihr dann sicherstellen, dass die alle die gleiche Uhrzeit haben. Ja? Wobei es eigentlich auch geht, weil ich sozusagen das Datum eigentlich auf der anderen Maschine lebt. Selbst wenn bei mir jetzt gerade eben 20.47 Uhr wäre, ich kann zum Beispiel kann ja das Datum des anderen Events nehmen, das ich bekommen habe. Und dann ist das immer die Zeit der anderen Maschine. Das geht also, ist nur vielleicht jetzt, also das mit Kafka, mit den Offsets finde ich gar nicht so schlecht gelöst. Ja, sorgt aber dafür, dass man irgendwie sowas monoton steigendes irgendwie leicht implementiert bekommt auf Anbieterseite. Pagination, ja, okay, kann man sagen, wenn es irgendwie sehr viele gibt, kann man irgendwie nochmal durchpagen mit Next und Preflinks. Was halt super gut geht, ist irgendwie der ganze Caching zu nutzen, weil irgendwie man plötzlich HTTP macht und ich eigentlich, sobald das erste System irgendwie Events abgerufen hat, diese Anfrage überhaupt nicht mehr im System landen muss, sondern irgendwie aus einem Cache beantwortet werden kann. Ja, also da kann ich irgendwie einfach den Fakt nutzen, dass ich irgendwie HTTP mache und diese Caches eben habe, kann ich diese Event-Ressourcen sehr schön cachebar gestalten. Was üblicherweise verwendet wird, ist, also sind so Formate, Atom-Feeds sind relativ weit verbreitet. Weiß nicht, wer den Otto-Rewrite kennt von der Otto-Plattform. Die haben das genauso implementiert. Es ist irgendwie so nett, weil man dann plötzlich, um zu sehen, was in Produktion so für Events rumfliegen, kann man jetzt einen Feed-Reader aufmachen. So irgendwie super. Und so einfach hier subscriben. Ich habe im Beispiel jetzt eben Hal verwendet, weil wir da im Framework-Stack relativ viel Unterstützung einfach dafür haben. Das ist so ein JSON-Format, was eigentlich nur definiert, wie Collections auszusehen haben, beziehungsweise wie Links aussehen in einem JSON. Direkte Alternative dazu, ein Format, was sich Collection.json nennt an der Stelle. So. Genau, wir pollen also die Events-Ressource. Das hat jetzt zwei Effekte. Zum einen hat das den Effekt, dass die Event-Publikation, die Kontrolle bleibt halt sehr stark im publizierenden System. Wie lange so ein Event lebt oder so, ist einfach meine Entscheidung. Ich implementiere das in mein System mit exakt den Bordmitteln, die ich gern hätte. Ich muss das irgendwie nicht auslagern in so ein Stückchen Drittinfrastruktur. Ich brauche eigentlich nichts, keine zusätzliche Infrastruktur, außer meine lokale Datenbank, ja, wo ich einfach reinschreiben möchte. Und das System, was liest oder was benachrichtigt werden muss, hat die komplette Kontrolle darüber, wie groß das Consistency Gap bleibt. Also wenn ich das Bestandssystem habe und das quasi gerade eben merkt, dass es unter extremer Last ist, weil es gerade eine Inventur und die Mitarbeiter hacken wie wild darauf rum und jemand hat vergessen, die zweite Instanz hochzufahren, dann kann es sozusagen entscheiden, hey, ich setze mal jetzt gerade eben aus mit dem Polling und mache halt irgendwie ein bisschen Konsistenzgap auf und hole das dann nachher wieder auf. Ja, also das ist so, ich kann nicht geflooded werden mit Events, weil wie viele Events ich lese, ist genau, habe ich selber unter Kontrolle an der Stelle. Genau. Ich muss natürlich hier genauso jetzt dann eigentlich diese Vorgehensmuster irgendwie nutzen, die ich vorhin kritisiert habe.
und vor allen Dingen kritisiert habe, weil sie eben in Process abgelaufen sind. Also ich will natürlich irgendwie sinnvoll damit umgehen können, dass das Bestellsystem nicht da ist. Wenn ich jetzt als Inventory sage, ich möchte irgendwie neue Bestellungen sehen und das Bestellsystem ist nicht da, dann bedeutet das halt für mich, ich kriege keine neuen Bestellungen. So, ja? Also ist quasi in dem Fall so. Was man eben nicht machen sollte, ist irgendwie UAIs irgendwie hardcodieren an der Stelle. Da kommt dieser ganze Hypermedia-Kram halt relativ hilfreich ins Spiel. Also irgendwie diese Events-Ressource, da kann man sich auf ein UI-Template einigen und das sozusagen einfach nur expanden. Das geht halt, passiert halt also relativ natürlich. So, wir brauchen keine zusätzliche Infrastruktur. Das Publizieren von Events ist einfach nur, also es ist kein wirkliches Publizieren, sondern es ist einfach, ich schreibe zusätzlich was in die Datenbank, das macht es relativ einfacher. Das publizierende System kontrolliert, wie lange die Events vorgehalten werden sollen und die müssen eigentlich das System nicht mal verlassen, aktiv. Ja, das macht es eigentlich sehr, sehr einfach und bequem. Ja, je nachdem, wie groß ich das Polling-Window sozusagen definiere, habe ich halt ein leicht größeres Consistency-Gap. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendein System habt, das ist, schließt wieder den Kreis zum Anfang, was irgendwie 1 Million Messages pro Minute irgendwie durch die Gegend schickt, dann ist das vielleicht ein Ansatz, den ich an der Stelle nicht wählen würde. Aber generell, also das sozusagen für die New York Times ist das wahrscheinlich nichts an der Stelle, ja, wenn die da wie. Aber ja, an der Stelle passt das ganz gut. So. Zusammenfassung. Ich würde erstmal argumentieren, ich will nicht zu viele Systeme bauen und ich will die einzelnen Systeme, die ich baue, möglichst so bauen, wie ich vielleicht einen Monolithen selber bauen würde. Das ist so der Money Quote vom Stefan, der irgendwie gemeint hat, also ich mag Monolithen so, dass ich ganz viele davon bauen möchte. Das beinhaltet so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen leicht abgeändert, dass ich irgendwie gesagt habe, so ein Monolith ist eigentlich wie so ein Klischee-Informatiker, ja? Der will mit niemandem reden, der steckt den Kopf in den Sand und will gern für sich sein und seine Arbeit machen und irgendwie produktiv sein und irgendwie schön sein Ding tun. Ja? Und es gibt eigentlich keinen zwingenden Grund, wenn man jetzt quasi hergeht und sagt, ich baue anstatt ein System, baue ich irgendwie fünf, dass man davon abrücken muss, zwingend. Ja? Also wenn man das naiv macht, habt ihr ja jetzt gesehen, dann geht das so. Aber man kann das eigentlich auch so tun. Ja? Wichtiger Punkt an der Stelle ist auch also eigentlich das, was hier steht. Es ergibt, also wenn ihr ein message-basiertes System baut, baut ihr ein verteiltes System. Wenn ihr das quasi mit REST macht, dann baut ihr ein dezentralisiertes System an der Stelle. Ja, also ja, weil es praktisch keine zentrale Infrastruktur gibt, die ihr benötigt, außer halt jetzt DNS und Netzwerk. Woher kommt das oder warum meine ich, ist das eine gute Sache, vielleicht eher das untere zu versuchen und nicht nur das obere? Wenn man sich so anschaut, wie so eine Systemlandschaft man sagt, wir bauen mehrere Systeme, das heißt, wir wollen eigentlich irgendwas bauen, oder eine Systemlandschaft bauen, in der die skaliert, in der ich Einzelsysteme separat voneinander weiterentwickeln kann, in der irgendwie ein Ausfall des Einzelsystems nicht dafür sorgt, dass ein anderes System davon betroffen ist, in dem ich sehr leicht neue Systeme aufnehmen kann, und so weiter und so fort. Wenn man sich überlegt, was gibt es denn da, was ich mir vielleicht anschauen könnte, könnte man auf die Idee kommen, das Internet. Ja? Das ist irgendwie relativ groß, möchte ich behaupten, relativ viele Rechner involviert, relativ viele Systeme involviert. Ich musste noch nie meinen Browser updaten, nur weil Amazon eine neue Webseite deployed hat. Und es ist einfach finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte, sich herzugehen und zu sagen, was sind denn so die Prinzipien, nach denen das funktioniert, um dann herzugehen und zu sagen, hey, wenn ich die ähnliche Charakteristika meiner Gesamtsystemarchitektur erreichen möchte, dann ist es doch vielleicht keine schlechte Idee, wenn ich versuche, diesen Prinzipien zu folgen. Ja, und diese Dezentralisierung ist an der Stelle halt ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ich habe das nochmal versucht, irgendwie grafisch zu machen, für die Leute, die so funktionieren. Also auf der Y-Achse Systeme, mit denen ich sprechen muss, um was Sinnvolles zu tun. Und auf der X-Achse, wie viele Systeme machen mein Gesamtsystem auf? Und dann bin ich bei einem Monolithen halt hier unten. Da ist dann hier wahrscheinlich irgendwie 0. Und hier habe ich dann quasi eine 1. Ja, also ich muss nicht zwingend mit anderen Systemen reden, es sei denn, ich muss irgendwie ein Payment-API anbinden, also Drittsysteme. Ich spreche hier in dem Fall immer so Systeme aus meinem eigenen Systemverbund. Und wenn ich halt diese Mikrolithen baue,
dann lande ich halt eher da oben in der Ecke. Also ich habe sehr viele Systeme und die reden sehr viel miteinander, um irgendwie Dinge zu tun. Ja? Also das klassische Modell, was man da irgendwie kennt, ist irgendwie so Netflix-Architektur wahrscheinlich. Wobei da kommen mehrere Dinge zum Tragen. Das erste ist, dass sehr wenige Firmen Netflix sind, außer Netflix. Ja. Das heißt, das ist immer so ein, ja, aber Netflix macht das so, ja, okay, musst du skalieren wie Netflix? Nein. Baust du ein System wie Netflix, also eine Videostreaming-Plattform, machen auch die wenigsten. Und das ist halt die Frage, ob das sozusagen eine gute Idee ist, dann zwingend diese Architekturprinzipien übertragen zu wollen. Ein anderer Punkt ist, dass die natürlich irgendwie Vorreiter waren und die extrem viel Zeit und Ressourcen in das ganze Gaffer implementieren, stecken mussten, was wir jetzt irgendwie alles so hübsch benutzen, Eureka, Hystrix und so weiter und so fort. Ja? Und die quasi in einer Zeit damit angefangen haben, wo eigentlich es noch kaum Erfahrungswerte damit gab, ob bestimmte Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, beziehungsweise welche Konsequenzen denn überhaupt hat, was man da tut. Und da kann man ja irgendwie sagen, okay, jetzt haben die das gemacht und da gibt es halt diese Effekte und diese Konsequenzen und ein paar davon will ich vielleicht sogar vermeiden und deswegen tue ich eben Dinge explizit nicht so, wie die das tun. Ja? Also so diese, um den Kreis zu schließen, zum ganzen Anfang, kritische Grundhaltung und sagen, passt das überhaupt? Ja? Und wo ich sozusagen mit diesen ganzen Empfehlungen, die ich jetzt so zusammengefasst habe, hin will, ist eigentlich, dass ihr sagt, okay, wir bauen jetzt vielleicht irgendwie nicht 100 Systeme da drüben, sondern wir bauen irgendwie eine Handvoll und versuchen die aber eben so zu bauen, dass es eigentlich der kritischere Punkt ist, dass man versucht hier weiter unten zu bleiben auf der Y-Achse, um dann eben sich zu vermeiden, dass man sich die Probleme, die es da oben gibt, eben einfach eintritt. Ja? Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es Fragen? Noch overall. Ja, danke. Nicole nochmal. Ja, ich habe noch ein paar Fragen, die sind aber mehr so DVD-spezifisch. Können wir die offline nehmen? Oder im Nachgang, wenn alle anderen gefragt haben, aber eine Sache habe ich mich so ein bisschen dran gestoßen. Ja, bitte. Ja. In dem Order Service. Und dann hast du gesagt, dann werfen wir hier eine Exception. Ja. Und das findest du eigentlich ganz hübsch. Also, das heißt, du hast eine fachliche Situation. Ja. Du weißt, dass sie auftreten wird. Ja. Und dann benutzt du eine Exception. Und dann sagst du, das findest du hübsch. Oliver, mir grauscht bei dir. Ja, ja. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Du meinst das hier, ne? Das quasi. Also die Frage ist, sollte man solche fachlichen Invarianten überhaupt über so eine Exception realisieren? Und das ist der Monolith. Ich habe ja gesagt, ich habe das mit Absicht so gebaut, wie ich das üblicherweise sehe, dass es Leute tun. Und der Grund, warum sie das tun, ist der, dass sie damit sehr einfach dafür sorgen können, dass die Transaktion zurückrollt. So. Und habe ich vorhin wirklich gesagt, dass ich das gut finde? Okay, dann habe ich das vielleicht, ich hätte sagen sollen, als Entwickler, wenn ich so den Code so geschrieben hätte, dann fände ich das gut, weil das macht es so schön einfach. Ja? Also ich habe jetzt keine Mühe, irgendwie dahin zu gehen. Eigentlich, das habe ich wahrscheinlich heute Nachmittag in dem Workshop ein bisschen intensiver gemacht, eigentlich bin ich Verfechter dessen, dass ich sage, okay, diesen Fall will ich eigentlich explizit als Zustand modellieren und will quasi hergehen und will mit Fachbereich darüber reden, was soll denn eigentlich passieren. Ja? Also es gibt diese Implementierung findet man oft bei Entwicklern, die halt zum Beispiel, anderes Beispiel, Ticketsystem beim Flugzeug, ja, die sagen, es gibt ein Flugzeug, hat 150 Sitze, deswegen verkaufen wir 150 Tickets. Ja, es ist so schön einfach und dann habe ich diese Null und wenn das dann drüber geht, dann kann ich keine Tickets weiterverkaufen, weil das halt eben dann mit Optimistic Locking kriegt man das halt schön hin, diese Regel leicht zu implementieren. Es macht aber eigentlich keine Airline, weil die sich halt sagt, ich verkaufe lieber irgendwie 2-3 Tickets mehr und biete dann denjenigen, die
billigeren Buchungsklassen gebucht haben, lieber irgendwie 50 Euro an, damit sie irgendwie einen Flug später nehmen, weil ich vielleicht dann eben mir raussuchen kann, die Leute, die die besseren Buchungsklassen übernommen haben oder gebucht haben und ich damit einfach mehr Gewinn für diesen Flug mache. Das heißt, das ist in gewisser Weise der Ausdruck einer sehr simplifizierten Umsetzung von Fachlichkeit, die eigentlich oft, also in meisten Fällen eigentlich nicht die beste ist, zumindest nicht die beste für die Firma. Es ist oft die einfachste und gerade dieses, es ist vielleicht, um nochmal einen anderen Aspekt aufzuwerfen, ist Transaktionen zurückrollen über Exceptions sorgt dann dafür, dass die Leute gerne Exceptions verwenden, um genau das auszulösen. Ja? Der andere Ansatz, der da kommt, ist, dass der Fachbereichskollege vielleicht da sitzt und sagt, das darf nie passieren. Ja? Und dann sagt er, okay, dann rollen wir einfach die Transaktion zurück, dann passiert das nicht, dann ist es streng konsistent und dann passt das alles irgendwie zueinander. Ja? Anstatt halt herzugehen und zu sagen, okay, wenn der nicht gesagt hätte, es darf nie passieren, sondern wir würden gerne davon mitbekommen und dann irgendwie fachlich reagieren, dann wäre auch niemand auf die Idee gekommen, dass es notwendig ist, die Transaktion zurückzurollen und dann wäre wahrscheinlich auch niemand auf die Idee gekommen, hier eine Exception zu verwenden. Also da sieht man, wie so verschiedene Dinge ineinander greifen, Anreize von Frameworks, der Kollege vom Fachbereich, der vielleicht nicht genau darüber nachgedacht hat oder meint, dass er irgendwie strenge Konsistenz braucht, die es aber eigentlich nicht gegeben ist, beziehungsweise ihm die Fantasie fehlt, das kreativ zu denken. Da ist so quasi so ein bisschen, also bin ich eigentlich bei dir. So. Es war aber auch eine DDD-Frage, so ein bisschen. Ja, das war vielleicht auch ein bisschen eine DDD. Okay. Sehr gut. Bitte noch dahinter. Eine Messaging-Frage, okay. Ja. 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 Ja, also die Frage ist, wie ist das sozusagen mit der Reihenfolge von Nachrichten, weil man sozusagen eigentlich nicht davon ausgehen können, dass die in der gleichen Reihenfolge ankommen, wie sie verarbeitet werden, wie sie abgeschickt werden. Da gibt es, also wenn das sozusagen zwingend notwendig ist, da gibt es ein paar Muster in dem Buch von Gregor Hopi, dem Enterprise Integration Patterns, da gibt es sozusagen, gibt es die Möglichkeit, dass man die irgendwie miteinander korreliert über einen Correlation Identifier und dann irgendwie sagt, okay, ich muss über diesen Correlation Identifier, gibt es sozusagen eine, auf der absendenden Seite geht man her und nummeriert die Dinger durch und korreliert die gleichzeitig, also hat irgendwie eine aufsteigende Nummer und gleichzeitig eine gescherte Nummer und hat auf der lesenden Seite, schaut man sozusagen, dass man, okay, ich habe die 1 gesehen, ich habe die 2 gesehen von der gleichen Correlation ID und dann habe ich die 4 gesehen. Und dann weiß ich an der Stelle, dass ich warten muss und hier kurz Zustand halten muss, bis die 3 ankommt. So, und dann muss man sich halt an der Stelle noch überlegen, was passiert, wenn die 3 nie ankommt, wie lange warte ich und so weiter und so fort. Aber das verkompliziert in gewisser Weise die Situation stark und ich würde versuchen, das zu vermeiden und das sozusagen mich nicht in so eine Situation zu manövrieren, dass das sein muss. Da kann man verschiedene Strategien anwenden. Also das Klassische, es läuft so unter dem Namen Sagas, gibt so quasi größere Geschäftsprozesse in so einer Art System. Da geht man quasi her und sagt halt, also wenn ich zum Beispiel sowas habe wie eine Bestellung wird angelegt und eine Bestellung wird storniert. Und wenn jetzt die Bestellung storniert, also ich kann dann quasi nicht hergehen und sagen, wenn die Bestellung storniert Nachricht zuerst ankommt und ich kenne die Bestellung noch gar nicht, dann bin ich irgendwie fuchsteufelswild und sage, böse, 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 ich schmeiße eine Exception, tu irgendwas. Ich nehme das einfach hin und merke mir, aha, diese Bestellung mit der ID, die ich noch nicht kenne, die wurde storniert. Und benutze das als Signal dafür, dass die Nachricht, wenn die später kommt, die sagt, Bestellung mit der ID bitte anlegen, dass die quasi wegfällt. Ja, dass sozusagen eigentlich der spätere Schritt schon passieren kann. Das ist ein bisschen eine Frage, wie sehr man sozusagen diese Reihenfolge forcieren muss oder inwieweit die kritisch ist. Aber wenn sie das ist, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, dieses, mir ist der Name entfallen, wie das Muster heißt. Hat das gerade zufällig jemand in der Hand?
Ich müsste in Spring Integration nachschauen. Also es gibt in Spring Integration zum Beispiel Unterstützung dafür über diese Correlation Identifier und diese Reihenfolgen, das sozusagen in den Komponenten zu haben und dann zu sagen, leite die Nachrichten erst weiter, wenn du jetzt irgendwie 5 von der Correlation ID hast und die alle sozusagen angekommen sind in der entsprechenden Reihenfolge. Das gibt's. Also das kann man an der Stelle tun. Ja. Noch eine Frage. Eine noch? Ja, und zwar, wir haben jetzt quasi die REST-Lösung war ja etwas präferiert, so wie ich es verstanden habe, weil wir diese zentrale Komponente genannt haben. Und dafür haben wir aber Performance-Topics gebaut, quasi in jedem System. Wie wäre eine Lösung zu bewerten, wenn man jetzt quasi jedem System einen eigenen Kafka gibt? Da hat man zwar kein zentrales System mehr, aber man muss auch nicht jedes Mal diese Performance-Topics implementieren. Also die Frage ist, was kann man nicht alternativ einfach jedem System einen Kafka geben? Und die Antwort darauf ist erstmal ja, für die Systeme, die miteinander reden wollen, musst du dir den ja schon sharen, weil du sonst quasi das Topic nicht, also das gleiche Topic nicht siehst. Wenn ich jetzt auf Product Edit lauschen will, dann muss ich in dem Kafka auf Product Edit, auf das Products Topic gehen. Also da muss die beiden Systeme, die quasi auf dem Product-Topic lauschen wollen, die müssen irgendwie mit dem gleichen Kafka reden. So, und dann habe ich sozusagen, wenn ich da mehrere unabhängige Instanzen voneinander verwende, dann habe ich eigentlich das Problem nur vergrößert, weil ich jetzt quasi mehrere Sachen habe, die ich mir potenziell zwar dann mit weniger Systemen teile, aber trotzdem gleichzeitig noch mehr mit verschiedenen Brokern reden muss und ich dann auch noch wissen muss, für welches Topic muss ich mit welchem Broker reden. Dann habe ich eigentlich in gewisser Weise das, was ich mit REST so gebaut habe, weil ich sozusagen wusste, Order Completed kommt aus dem Bestellsystem, muss ich dann quasi bei dem Kafka auch einführen, weil ich dann wissen muss, welcher Broker hat denn welches Topic. Also da muss ich zusätzliches Wissen eigentlich in die Clients reinpacken. Finde ich jetzt irgendwie auch jetzt nicht schöner. Grundsätzlich, weil du gerade gesagt hast, die REST-Lösung scheint präferiert. Ich würde das gar nicht so sehr sagen. Ich habe die sozusagen nur ein bisschen vertieft und hier die Vorteile besonders rausgestellt, weil das die Lösung ist, die Leute zum Teil überhaupt nicht auf dem Schirm haben, also dass das irgendwie geht, weil die halt nämlich sagen, oder die quasi eigentlich unter REST in Microservices das verstehen, was ich da bei den Mikrolithen so ein bisschen skizziert habe und dann so sich zu so Äußerungen hinreißen lassen, dass irgendwie REST für Microservices nicht geht. Ja, und dabei ist das ist eigentlich schon mal eine vollkommen verquere Aussage, würde ich behaupten. Weil das eine ist ein Architekturstil und das, naja. Also deswegen sozusagen ein bisschen mehr der Fokus darauf. Generell ist dieser zentrale Broker, ist es ja kein fundamentales Problem. Ich muss sozusagen nur, und ich bekomme eine ganze Reihe Vorteile damit, ja. Der Punkt ist nur, ich muss dann eben wissen, mit welchen Sachen ich leben muss. Ja, dass ich irgendwie meine lokale Ausführung des Systems irgendwie verkompliziere, mein Testen ein bisschen komplexer wird, weil ich eben diese Systeme brauche. Und wenn das okay ist in der Gesamtrechnung, dann kann man das machen. Also es ist irgendwie ja nicht, es ist definitiv nicht falsch. Also das würde ich nicht sagen. Ich würde jetzt nicht so, ohne die Domäne zu kennen und genau zu wissen, was du tust, würde ich mich nie hinreißen lassen und zu sagen, das ist besser als das. Das ist irgendwie, wäre so ein bisschen daneben, finde ich. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die restlichen Fragen draußen, weil ich habe Hunger. Seit heute Morgen nichts gegessen und ich bin noch ein Weilchen da. Nee, ich bin so knapp hierher gekommen, dass es dann zum Essen nicht mehr gereicht hat. Also wir haben dann irgendwie gleich mit dem Workshop losgelegt. Aber ja, vielen Dank nochmal.